Ja Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Karrierefolge mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother, aka Rüdiger Rabbel. Ihr wisst es doch mittlerweile, hoffe ich zumindest mal. Wir sind zurück, Freunde. Es ist mittlerweile die, ich glaube, 23. Folge oder so. Es ist der absolute Wahnsinn, wie geil ihr dieses Projekt einfach supportet. Sehr, sehr geil. Das geht jetzt schon fast 2 Monate. Ihr supportet das Ding immer noch so krass. Und ja, wenn ihr das Video hier gesehen habt, seid ihr ready für den Stream morgen Abend. Da gehen wir in Saison 7 rein. Aber jetzt seht ihr erstmal, was in Saison 6 alles so passiert ist. Wir waren international unterwegs. Wir haben in der Bundesliga um unser Hack, um unser Lohn gekämpft. Und wie sich Rüdiger Rammel und seine Jungs geschlagen haben, das seht ihr jetzt. Lasst ein Like da. Support ist kein Mord. Kostenloses Abo, wenn ihr neu seid. Und jetzt ganz viel Spaß. Freunde, wir sind zurück bei der EAFC 24 Karriere mit Rüdiger Rammel und dem HSV. Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Er zeigt, der HSV ist aktuell im europäischen Geschäft, kämpft um die Champions League. Kämpft um die Champions League, aber hat Probleme, denn es gab in der jüngsten Vergangenheit, im neuen Jahr 2029, wo wir uns befinden, eine 0:1 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach, gegen die Fohlenelf. Als nächstes geht's gegen Hoffenheim und dann auswärts nach Dortmund. Nach den beiden Spielen wissen wir auf jeden Fall, wo wir stehen. Nordderby gegen die Bremer und dann kommen die Wochen der Wahrheit. Barcelona in der Euroleague-Zwischenrunde. Dann Leverkusen und dann nochmal Barcelona. Und die Wichs haben sogar Losglück gehabt, dass wir das erste Spiel zu Hause haben. Bittere Pille. Wintertransferperiode haben wir, es steht hier nicht drin, aber wir haben auf jeden Fall Buchmann haben wir geliehen von den Bayern für ein halbes Jahr. 72er Rating haben wir ausgeliehen. Vuskovic ist leider wieder zurück beim AC Mailand. Die haben die Leihe abgebrochen. Und wir haben den Kollegen Jankovic verliehen zu Valencia. Die besitzen eine Kaufoption von 24 Millionen Euro. Da müssen wir mal kicken. Da müssen wir mal kicken. Ich habe halt extra keinen krassen Innenverteidiger geholt als Vuskovic-Ersatz. Das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Weil wir haben halt mit Jakob Köhler ein Innenverteidiger-Talent, was nächste Saison auf jeden Fall Verantwortung übernehmen soll. Dann der neue Innenverteidiger Nummer 4 ist. Deshalb passt das für mich auch. Wo haben wir ihn? Mit Buchmann, der jetzt diese Rolle ausfüllen soll. Von daher passt es erstmal. Die Frage ist halt, ob wir noch irgendwas auf der LM-Position machen. Perfekt. Bella Kotschap will uns verlassen. Er ist erst ein halbes Jahr da. Jetzt müssen wir in der Innenverteidigung doch noch was machen. Bella Kotschap will weg. Bella Kotschap-Interview bald. Ja, lass dir mal was einfallen da. Edziski, auch nicht mehr das, was mal war. Was gibt's denn in der Innenverteidigung? Schollisch für die linke Seite? 80er Rating, 26 Jahre. Du guckst nie in der Presse. Ich guck doch jetzt in die Presse. Dann, was sagt die Presse? Rammel verliert wieder. Oh, ist alles scheiße. Sehe ich hier nur Faktencheck 0:1 gegen Gladbach. Holy shit. Rammel zusammen mit seinem neuen Standardtrainer Osama Bin Laden. Wait a minute. Weißt du, und deshalb gucke ich nicht in die Presse. Genau deshalb gucke ich nicht rein. Was zum in meine Augen? I don't know, bro. Marius Müller steht nach 8 Jahren Bank endlich in der Startelf. Auch Marius Müller in der 5. Minute. Was ist das Beste? Was ist das Beste, was euch passieren kann? Richtig. Einfach ein Flutschfinger. Einfach ein Flutschfinger. Gute Presse. Moritz Braun, wenn der Gegner nicht direkt auf ihn schießt. Guck mal, das sind aber auch Fake News, dass Moritz Braun hier gehatet wird. Poste doch mal sowas. Gisela Rammel Wars. Mit Aujan Glatze. Oh Gott. Das ist guter Content. Das ist guter Content. Ich habe jetzt einen Auftrag für Edziski. Ich möchte ein Bella Kotschap-Interview. Ich will ein Bella Kotschap-Interview. Unsere Ziele sind gefährdet. Ja, die sind immer gefährdet. Seitdem ich hier bin, sind die Ziele immer gefährdet. Ich sage euch, das Erste, was ich mache, ist Bella Kotschap aus dem Kader zu streichen. Dann mach halt. Lass mich in Ruhe und nerv nicht. Nehm ich Schonlau mit. Scheiße. So, Heimspiel gegen Hoffenheim. Ey, bevor wir irgendwas machen, irgendwas. Ganz wichtig, Krattenmacher in die Startelf. Der Mann läuft hier Aujan den Rang ab. Und ich will jetzt eine Masterclass sehen. Ich will jetzt eine Krattenmacher Masterclass sehen. Mit Ansage kommt eine Krattenmacher Masterclass. Gewitter in Neuss. Da war kein Gewitter. Da war es. Nein. In Neuss. Kein Gewitter. Gewitter. Sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus.
Warum? Ich hab der Truppe nichts getan. Ich hab der Truppe nichts getan. Warum machen die so? Warum denn jetzt? Digga, Krankenmacher, Asi-Scheiße! Digga, ist das ein Gebolze? Ach du Kacke, wie in den ersten beiden Saisons. Guck dir das an. Moritz Braun mit einer 4,0. El Siski hat ihn verhext. Wir sind ja Bockscheiße, Krankenmacher mit einer 4,9. Oh. Ja, perfekt. Die Mannschaft soll in 4 Wochen gegen Barcelona spielen. Ja, nee, geil. Chat sagte, Barcelona wird geil. Oh, Barcelona wird der Hammer. Ach du Kacke, Braun hat eine 4-0. Digga, was geht denn jetzt ab? Was passiert hier? Warum? Ich versteh's nicht. Digga, was machen die? Warum seid ihr so scheiße? Ey! What the fuck? 0-4. Oh, 0-5 wahrscheinlich gleich. Alter, ist das bodenlos. Alter, sind wir kacke. 0-4. Ich sag so, wie es ist. Rammel raus. Ihr dürft. Rammel raus. Pfiffe im Volksparkstadion. Und die Jungs sollen in 4 Wochen gegen Barca spielen. Oh, und jetzt auswärts nach Dortmund. Oh nein. Oh. Es ist doch alles scheiße. Es ist doch wirklich alles scheiße. Es ist doch wirklich alles scheiße. Ich gucke in die Jobangebote rein, Chat. Ich mache einen Abgang. Villarreal! Perfekt. Barcelona! Ich wechsle die Seiten! 4 Wochen vorher! 4 Wochen vorher! Leverkusen! Leipzig! Bah! Girona! Stuttgart! Wolfsburg! Valencia! Ich kann mit Jankovic spielen! Frankfurt! Bayern München! Atletico Madrid! Dortmund! Real will mich auch! Zidane! Welcher Zidane spielt denn da? Ach du Scheiße! Die haben Icon-Modus aktiviert! Die spielen mit Icons! Ich mach Verunsicherungstaktik! Ich mach Verunsicherungstaktik. Ich bewerbe mich bei Barca und sag ab. Freunde. Das hat schon gegen die Bayern gut funktioniert. Das ist die Verunsicherungstaktik. Schön dem Hansi Flick eine Trainerdiskussion reinknallen. Theo Zidane, das ist halt wirklich der Sohn von Zinedine. Und der spielt bei den Stamm. Ja, und jetzt Dortmund auswärts, oder was? Silvan Hefti, halt doch die Fresse! Du spielst jetzt nicht, Mann! Doch, vielleicht auch schon. Weil die Truppe war halt auch scheiße. Mit McKenzie. Ich will meinen McKenzie wieder haben. Da lief alles so gut. Meint ihr, ich kann mich mit Bella Kotschap nochmal versöhnen? Ich muss ja jetzt irgendwas ausprobieren. Hier war alles scheiße. Ich spiele jetzt mit RDT. Das ist meine letzte Hoffnung. Männer, ich brauche was. Gib mir irgendwas. Bobby! Gib mir irgendwas, Bobby! Gib mir irgendwas! Bobby, Glatze! Oh, oh! Bobby, Glatze! Oh, oh! Bobby, Glatze! Oh, oh, oh! Moritz Braun und keiner kritisiert ihn. Thomas Aujan. Denk dir was aus. Digga, das kannst du, die Saisonziele kannst du alle abschreiben. Mit dem Fußball kommst du nicht mal in. Also, das ist ja Wahnsinn. Bella Kotschap, auch geil, dass ich dir nochmal das Vertrauen gegeben habe. Das war auch das erste und letzte Mal. Mein Sturm ist aber auch 70 Jahre in Kombination und beide haben Demenz. Ich will Levin Hermann zurück. Ich will Konaté zurück. Ich spreche es jetzt an. Ich will Hermann zurück. Wo ist Levin Hermann? Ich will ihn wiederhaben. Oh, geil. McKenzie ist verletzt, der Bastard. Scheiß Dortmund-Sau. Schön McKenzie verletzt. Geil. Darauf lässt sich aufbauen. Das ist geil. Das ist schön, Junge. Gönn ich dir mit Liebe. Ist das dumm, wirklich. Ist das dumm. Fuck mich das ab. Ey, ihr lauft daher wie die Idioten. Wirklich. Moritz Braun macht sogar hinten raus noch ein gutes Spiel. Ey, meine Güte.
Es ist deprimierend, dass wir nicht gewonnen haben, aber ich habe alles gegeben. Ja, klasse, alles gegeben, Silbernhefti, alles gegeben, super. Aber meine Damen und Herren, Rüdiger Rammel hat immer ein Ass im Ärmel. Wenn es darum geht, bei anderen Vereinen Unruhe zu stiften, dann mache ich das. 77.000 Euro die Woche. Der FC Barcelona bietet mir eine Trainerstelle an. Setze ich darunter den Haken, unterschreibe ich mit den Initialen R.R. Zögern. Ich lasse zappeln. Oh, und jetzt Nordderby und Deadline Day. Und es kommt einfach kein Angebot rein. Für Bella Kotschap. Amindo Sieb. Kommt ein Angebot von der Roma oder was? Na, wen hole ich denn jetzt kurz vor knapp? Digga, ich kann halt bis 68 Millionen fordern. Ich fordere jetzt 68 Millionen. Wenn die mir wirklich 68 Millionen für den hinblättern, ne? Digga, ach du Scheiße. Ich fordere 70. Ich kenne da gar nichts. Oh. Schade. Ich hatte kurz Hoffnung, es wäre so geil gewesen, hätten wir den untalentierten für 70 Millionen verscharrt. Das wäre so cool gewesen. Ich hab Deadline-Day-Texas drauf gemacht, Chat. Wer gibt denn seinen Stammspieler? Nächsten Sommer vielleicht. Nicht im Winter. Nächsten Sommer vielleicht. Nächsten Sommer vielleicht. Ich kann da bis 150 fordern. Nächsten Sommer, nicht im Winter. Ey, wir haben immer noch Ambition. Wir haben immer noch Ambition, meine Freunde. Das ist mir jetzt ein bisschen... Der Mann macht hier wirklich einen Absprung. Jetzt kommt Burnley. Jetzt kommt Vincent Kompany bei mein Büro rein. Der Vincent ist Stammkunde. Da machen wir 65 hier. Mach mal, er ist ein super Spieler, der Amindo. Ein super Spieler. Nein! Ach, scheiße! Fuck! Jonathan Tah ist halt gerade erst zu Nizza gewechselt, ne? Sonst hätte ich halt Tah geholt als Sofortlösung. Also sagt ihr machen oder nicht machen? Weil einiges von euch sagen unrealistisch. Aber das Ding ist, man weiß ja nicht, wie bei Tah die Situation ist. Der Bella Kotschap will ja auch direkt weg. Der Bella Kotschap ist ja auch erst 6 Monate im Verein und will direkt weg. Ja, aber ihr habt schon recht. Also es wäre cool gewesen, aber ihr habt schon recht, ja. Das ist schon unrealistisch, dass ein Spieler aus der Premier League nach Frankreich geht und dann nach einem halben Jahr den Absprung... Ihr habt schon recht. Ich höre auf euch. Ihr habt schon recht. Das ist gegen meinen eigenen Realismus-Kodex. Ich hätte den Deal jetzt sehr cool gefunden, aber ich kann ja nicht 6 Saisons Realismus machen und das halbwegs cool irgendwie aufziehen wollen und dann einfach im Winter Spieler A gegen Spieler B tauschen. Das ist schon, ihr habt schon recht. Ich sag euch ehrlich, wir gehen mit Bella Kotschap in die Rückrunde, gucken uns an, wie sich das entwickelt und dann können wir nächste Saison ihn immer noch abgeben. Calafiori ist auch gerade erst gewechselt. Ich guck mal, ob ich hier einen Line... Ach, wie geil! Junior C von Olympique Lyon. Das wäre geil, wenn die Laie durchgeht. Hä, wie geil! Das wäre perfekt. Guter Name, passt zur Verletzungshistorie. Digga, stell dir vor, der bricht sich den C. Scheiße, ich will's nicht jinxen. 50-50 Gehalt. Die wollen 60-40. Komm, lass uns 55-45 machen. Ja, geil. Wenn der Leihdeal durchgeht noch, das wäre Weltklasse. Ja! Let's go! Hat geklappt! Nice! Basel Jugend. Junior C. Kommt von Olympique Lyon. 6 Monate zum HSV. Das ist ein geiler Deal. Ohne Kaufoption. Ganz entspannt. Osasuna möchte Richards haben. Da machen wir jetzt aber nichts mehr. Und dann spare ich mir auch den Innenverteidiger-Quatsch. Und dann haben wir im Winter tatsächlich 2 Spieler abgegeben. Der eine kam durch eine Leihe. Da wurde die Leihe zurückgezogen. Den anderen haben wir verliehen. Und das auch durch 2 Leihen ersetzt wieder. Ah, da bin ich eigentlich zufrieden mit, muss ich sagen. Können wir immer noch ein Kaufangebot rüberschicken, wenn der uns jetzt gut gefällt. 22 Jahre jung. 77er Rating. Arlet Junior C. Top-Transfers im Winter. Sehr Emery für 150 Millionen zu Juve. Schön noch Barcelona geschwächt. Geil. Jorginho Ritter zu AS Monaco und Lisandro Martinez zu Neapel. Wir haben ihn ja gerade erst zum LM umgemodet. Aber ich glaube, ich mache Krattenmacher wieder zum Stürmer. Dauert jetzt zwar 4 Wochen. Und dann lasse ich den für Amindo Sieb zocken. Okay, Mods, macht eine Wette. Nordderby, ich spiele selber. Wir müssen den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen. Wir sind nur noch 9. Wir sind so gerutscht, Alter. Halt auf einmal 6 Punkte von den Champions-League-Plätzen entfernt. Danach Bochum auswärts und dann die beiden Barcelona-Spiele. Ach du Scheiße. Oh nein. HSV-News. Arlet Junior C.
Alle Junior Zirk kommt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zum HSV. Levin Hermann, komm bitte zurück. Rammel, HSV, Bella Kotschap Interview. Nach 6 Monaten will der Innenverteidiger wieder gehen. Oh, scheiße. Ed Ziski ist am Start. So, nachdem Herr Rüdiger Rammel mir den Auftrag gegeben hat, mit Bella Kotschap ein Interview zu machen, mach ich das auch. Bella Kotschap ist hier. Bella Kotschap, wie geht es dir? Ey, jetzt ist geht, das ist echt überkrass. Das ist echt überkrass. Am Anfang der Saison geht der Gisela ab, weiß fick warum, geht sie zur FC Bayern. Okay, dann gibt der Touré ab, kann man verstehen, an der Atletico Madrid. Da holt er mich, gibt mir Rolle, Schlüsselspieler. Hört ihr meine Formulierung an? Schlüsselspieler. Und was passiert? Noah Lang und Richards spielen einfach vor mir. Die ganze Zeit. Ich bin einfach Rotationsspieler. Und weißt du, was er dann noch macht? Der verleiht seinen Innenverteidiger, Jan Kola. Jungen Innenverteidiger. Und holt sich dann einen anderen jungen Endverteidiger namens Vuskovic zur Laie und dann lässt ihn nicht spielen. Dieser Ü30-Trupp mit Rüdiger Rammel an der Spitze, das macht echt keinen Sinn. Weißt du, der vermarktet mich mit dem Namen Bella Ketchup. Weißt du, ich möchte halt wirklich weg. Ich möchte wirklich weg von Rüdiger Rammel und dem HSV. Aber das Ding ist, der Typ wollte mich noch am Ende eintauschen gegen Jonathan Tah. Und ich habe mich halt da wirklich gefühlt wie so ein Stück Pfand. Digga, der Arme! Der Arme, ja? Chat, wir müssen ihn zurückholen, der Arme. Der Arme denkt, er ist ein Stück Pfand. Er tut mir wirklich leid. Bella Kotschap, sei nicht so. Bella Kotschap, der ist für dich. Ey, Amel, komm her. Amel, komm her. Der nächste ist nur für dich. Wir scheißen zusammen auf Shownote, Digga. Der fuckt mich seit 7 Jahren ab. Ich sag dir ehrlich, Digga. Ich hab den eigentlich nur wegen Enzinski noch hier im Verein. Sebastian Schonau geht mir die ganze Zeit auf die Eier. Du bist zurück. Amel, bitte. Der ist für dich. Ich liebe dich. Holt die Feuerzeuge raus. Amel. Schatz. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Für dich würde ich alles geben, meine Süße. Ich liebe alles an dir, von deinem Kopf bis zu deinen Füßen. Ich bin in dich verschossen, du machst mich verrückt. Noch gibt es keinen auf deiner Seite, zum Glück. Warte. Bella! Schatz, ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte komm zu mir. Gib mir die Pressekonferenz und lass mich über Amel Bella kurz reden. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Oh. Team ist gar nicht zufrieden. Schaffen Sie diesmal erneut einen Sieg. Wie haben Sie sich auf das Spiel gegen die Rivalen von SV Werder Bremen vorbereitet? Wir sind bereit. Bedarf keine Erklärung. Nach den wechselhaften Leistungen, möchte ich gar nicht lesen. Es wird schwer, beim Fußball ist alles schwer. Ach du Scheiße. Ist eigentlich Keke Top mit dabei? Ist Keke Top mit dabei? Hat er mittlerweile ein Spiel? Digga, ist das krass. Ist das krass. Digga, den muss da mal irgendeiner rausholen. Jetzt mal ohne Spaß, irgendeiner muss den befreien. Alter, ne Isak Johannesson Choreo, habt ihr es gesehen? Weil er dem Verein treu geblieben ist. Verdient. Und damit herzlich willkommen zum Nordderby. Es ist Zeit für das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem SV Werder Bremen. Der Tabellenneunte trifft auf den Tabellenelften. Bis zum Dezember, bis zum Jahreswechsel, sah es sehr ordentlich beim Hamburger Sportverein aus. Dann kamen die Probleme, dann kamen die internen Streitereien und jetzt steht man auf dem 9. Tabellenplatz. Fokus der ganzen Geschichte, Amel Bella Kotschap. Sollte am Deadline Day nach Nizza transferiert werden, ist jetzt in der Startelf und wieder zurück beim HSV. Auf der linken Seite Neuzugang Junior T. Gekommen aus Frankreich, Laie bis zum Saisonende. Vorbei an Bella Kotschap, Cinma. Jetzt muss Bella Kotschap hin, kommt nicht hin! Führung Bremen und arme Bella Kotschap! Sieht direkt nicht gut aus. Vergangene Woche noch ein Interview bei Ed Ziski gegeben. Und jetzt hat Barco leichtes Spiel. Gegen Bella Kotschap und Moritz Braun. Kriegt die Hand nicht an den Ball. 0-1 Werder Bremen, 6. Saisontreffer. Für den Mann mit der 7, Barco. Frühe Führung der Werderaner. Und die Talfahrt des Hamburger Sportvereins. Sie geht weiter. Wäre Stand jetzt die 4. Niederlage in Folge. Und der Bremer Angriffsexpress rollt direkt weiter. Stay, Garbett. Barco, der Torschütze. Cinma. Diesmal passt Bella Kotschap auf, aber Brandon Soppi kriegt den Ball nicht raus.
Martel wartet auf Glatzel. Das ist ein überragender Ball zu Robert Glatzel. Glatzel versucht direkt. Was für ein Winkel. Robert Glatzel aus dem Nichts. Ist der HSV wieder da? Der Top-Torjäger. Wie macht er den denn? Robert Glatzel. Ist es mal wieder Robert Glatzel. Und der HSV darf jubeln. Ausgleich, nachdem Bremen hier die ersten 25 Minuten die klar bessere Mannschaft war. Junior C. Neuzugang von Olympique Lyon. Und Tempo hat der Linksaußen. Junior C auf der Reise. Auf dem Weg zum Werder-Tor. Junior C, das macht er klasse. Immer noch C, sucht den Abschluss. Super Aktion des Schweizers. Mio, 45. Minute läuft. Enzo Mio. Nochmal ein Angriff für den HSV. Mio. Mio setzt Krattenmacher in Szene. Krattenmacher! Halbzeit. Ey, aber dieser Junior C, der fällt mir eigentlich ganz gut. Und Krattenmacher macht auf jeden Fall Wirbel da vorne. Was? Ich treffe nur den Ball! Ich treffe nur den Ball, Mann! Moritz Braun gegen Justin Ginmar. Und Moritz Braun hält! Braun hält! Boah, eins zu Mio. Klasse dazwischen, Mio. Und vielleicht die Kontermöglichkeit für den HSV. Mio. Mio zu Glatzel. Glatzel, Glatzel, Glatzel! Robert Glatzel! Bist du denn verrückt? Robert Glatzel schnürt den Doppelpack. Wieder so ein spitzer Winkel. Wieder so ein klasse Abschluss. Aujan, Johannesson, Aujan. Aujan sucht Glatzel. Findet ihn nicht. Beim HSV gibt es Veränderungen. Gleich mehrere Spieler betreten das Spielfeld. Unter anderem Bakiriata, aber auch Armindo Sieb. Krattenmacher rückt auf die linke Seite. Das Debüt von Junior C ist damit vorbei. Hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen, der Schweizer. Jatta. 14 Minuten noch auf der Uhr. Bakiriata. Diese Konter-Umschaltsituationen liebt er. Bakary Jatta, weil er so unglaublich schnell ist. Jatta, Ball ins Zentrum. Und da ist Glatzel. Und da ist der Hattrick. Da ist der Hattrick. Und der Greedy obendrauf. Robert Glatzel. Wichtig, Junge. Wichtig, Digga. So wichtig, Mann. Ich sehe nur die ganze Zeit oben Leverkusen-Tor, Leverkusen-Tor. 5-1 führen die in Kiel. Und immer Hermann mit dem Treffer. 85. Minute läuft. Nochmal Konter für den HSV. Soppi. Soppi. Links ist ganz viel Platz für Krattenmacher. Maurice Krattenmacher. Krattenmacher hat einen Kopf oben für Sieb. Das nochmal Glatzel. Und der Viererpack. Der Viererpack. Und jetzt spielt es der HSV unglaublich gut. Robert Glatzel. Robert Glatzel trifft zum vierten Mal. Der Typ ist so eine Lebensversicherung. Er ist so eine Lebensversicherung, es ist der Wahnsinn. Was würde ich ohne den machen? Ich wäre arbeitslos. 5-mal schon. Spiel ist vorbei. Der HSV gewinnt das Nordderby mit 4:1 gegen den SV Werder Bremen. Und Glatzel holt sich den Ball. 4 Hütten. 4 Hütten, Digga. Guck gleich beim 3-1. Glatzel hat den Typ durch die Achillessehne getreten. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Tolles Ergebnis und dann noch 4 Tore von Glatzel. Ihr Kommentar? Glatzel ist ein Superstar. War der Norder Rapper. Sie waren in diesem Spiel sehr aggressiv. Sieg ist Sieg, ist ein Derby, hä? Was will er von mir? Ramme, Sie konnten Ihrem Rivalen eine bittere Niederlage zuführen. Haben Sie Ihre Vorbereitung umgestellt? Nö, wir waren bereit. Wir waren bereit. Danke, und das zählt. Was anderes ist egal. Tabellen siebter jetzt. Na, 6 Punkte auf die Champions League ist halt schon ein Brett, ne? Glatzel 17 Tore. Ist mit Konaté gleichgezogen. Levin Hermann 12. Digga, Glatzel hat 21 Scorer. Der hat 17 Tore, 4 Vorlagen. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Danke, Boss. Bin stolz auf dich. Ko Itakura 78. So, Jugendscout. Nochmal der letzte. Danach muss ich sie wegschicken. Ich glaube, beim Holländer ist hier tatsächlich kein einziger Ball gewesen in 3 Monaten. Espi bei Kiel hat 12 Tore. Kiel hat irgendwie immer einen, so einen Spieler, der 15 Scorer macht. So, jetzt in Bochum. Oh, und dann, Alter, das ist halt so ein Brett, ne? Boah, in Bochum, dann Barca, dann Leverkusen, dann Barca. Ach du Scheiße. Führt ja keinen Weg dran vorbei.
Perfekt, Digga. Jankovic bei Valencia direkt hochgegangen, ne? Hatte einer gesagt, dass es so ein Karrierebug ist, dass sie dann einfach random direkt hochgehen. Glatzel ist unzufrieden. Glatzel ist 35, aber er hält die 80 wie ein Löwe. Der Mann ist 35. Oh, ich kann mit ihm nicht verlängern. Scheiße, er ist mit seinem Vertrag unzufrieden. Warum ist er unzufrieden mit seinem Vertrag? Egal, solange der die 80 hält. Marktwert 31 Millionen. Kranke Scheiße. Kranke Scheiße, wirklich. Es ist halt wirklich wild, dass er die 80 immer noch hält. Es tut so weh, dass bei Aujan so früh over ist. Ich hatte eigentlich gedacht, der also ein, zwei Jahre macht er noch. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir in Bochum spielen. Die Spieler, die nicht spielen, kriegen nämlich Fokus auf Energie. Also Bella Kotschap wird spielen. Dann werde ich wahrscheinlich mit Junior C gehen. Sieb darf zocken. Und ich würde mit Hefty für Soppi gehen. Also müssen die einen anderen kriegen. Glatzel schon, maybe. Ich werde ihn, je nachdem wie das Spiel läuft, werde ich ihn früh runternehmen. Aber wir müssen halt auch in der Bundesliga weiter punkten, ne? Ich kann halt das Spiel hier nicht, also ich muss das Spiel für voll nehmen. Das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist auch ein ganz wichtiges Spiel. Also Bochum ist eigentlich ein Kaliber, was wir schlagen können. Wow, Junior C. Richtig am Tanzen. Mann, Digga, Sieb hat keinen Impact vorne. Das nervt so krass. Der kriegt nichts geschissen. Ja, das ist mir... Was machen die? Das ist mir zu ungefährlich vorne. Das war stark von Glatzel, wie er den holt. Digga, bockstark von Glatzel. Digga, ich weiß nicht, das ist halt... Wenn du da vorne nur mit einem Stürmer die ganze Zeit spielst, obwohl du eine Doppelspitze hast, das ist halt auch scheiße. Bro, das mit Sieb funktioniert nicht. Wir werden das Kapitel am Ende der Saison beenden. Das kannst du dir nicht schön saufen. Wir haben mittlerweile den Anspruch, international zu spielen und der kriegt es wirklich einfach nicht auf die Kette. Guck mal. Krattenmacher ist 5 Minuten drin. Ich schwöre, ich bin fertig mit Sieb, Chat. Ich bin mit Sieb, bin ich fertig. Sage ich euch so, wie es ist. Geh ab, Junge. Junior C. Er ist der Beste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krattenmacher, Torvorlage, Junior C. Wie eine Legende geht er über außen durch und ich kann Kräfte schon. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Krattenmacher ist es. Das ist natürlich bitter. Egal, Digga, wir haben 2-1 gewonnen. Nehmt eure Torhymne und werdet glücklich damit. Werdet glücklich damit. Oh. Und jetzt Barca. Fick mein Leben. Wir sind wieder Fünfter. 4 Punkte auf die internationalen Plätze. Oh, und wir spielen direkt gegen Leverkusen. Ist halt auch ein Brett, ne? ich glaube, wir können Bayern München zur Meisterschaft gratulieren, Chat. Ich glaube, dass, ja. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Krattenmacher will spielen gegen Barca. Tchouameni. Die haben Tchouameni. Und der ist rot gesperrt. Ter Stegen auf der Bank. Openda, Davis, Lewandowski auf der Bank. Wild. 40-jähriger Robert Lewandowski auf der Bank. Das ist krass. Das ist krass. Shit, Alter. Guck mal, wie voll der Presseraum ist. Yeah, 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 yeah. HSV gegen Barca. Es geht für sie gegen einen starken Gegner. Wir sind immer top vorbereitet. Nach ihrer guten Leistung im letzten Spiel geht es nun gegen Barcelona. Wie gehen sie mit dem Druck solcher Topspiele um? Müdigkeit gibt es auf diesem Level nicht. Zuletzt hat ihr Team schwankende Leistung gezeigt. Wir werden allen zeigen, was wir können. Ach du Scheiße. Das ist das Spiel unseres Lebens. Chat, das ist das Spiel unseres Lebens! Und was zum... Feiert Amel Bella Kotschap gerade für ein Comeback. Warum ist der so gut in Form? Warum feiert Amel Bella Kotschap gerade so ein geisteskrankes Comeback ohne Sinn? Wir gehen rein. Hamburg gegen Barcelona. Da kommen sie rein. Da kommen sie rein! Hamburg gegen Barcelona in der Euroleague. Wir haben unser erstes! Ey, nee, wirklich. Geiles Intro EA Sports, da kommt richtig Feeling auf. Unser erstes internationales K.O.-Spiel seit 18 Jahren oder so mit dem HSV. Nee, geil, wirklich geil, geil, geil. EA Sports, super gemacht. Europa League Zwischenrunde. Der HSV mit seinem ersten internationalen K.O.-Spiel seit über 18 Jahren im heimischen Volksparkstadion ausgerechnet. Gegen einen europäischen Giganten.
gegen den FC Barcelona, der es in der Gruppenphase nicht über Platz 3 hinaus geschafft hat in der Champions League und dadurch jetzt den Gang in der Europa League antreten muss. Rovella. Ferran Torres. Für die Blaugrana, Vahi. Vahi macht das direkt gut. Moritz Braun rettet den HSV früh in diesem Spiel. Pedri. Pedri, der Ball ist klasse auf Vahi. 0-1. Barcelona stellt früh auf Führung. Es ist der Mann mit der Nummer 10, Vahi. Überragender Ball von Pedri. Und dann zeigt Barcelona früh, warum sie als absoluter Top-Favorit in dieses Spiel gehen. Braun und Lang, beide keine Chance. Vahi über den Kopf von Moritz Braun. 0-1. 11. Minute. Ein denkbar bitterer Start für den HSV in diesem Europa League Zwischenrundenspiel. Ferran Torres. Ferran Torres zieht in den Strafraum. Torres. Immer noch Torres. Legt ihn in den Rückraum. 0-2 Barcelona. Nicolò Rovella. Der FC Barcelona lässt die Muskeln spielen und der HSV kriegt eindeutig demonstriert, dass das hier wohl eine Nummer zu hoch ist. Moritz Braun bitter im Torwart-Eck erwischt. Und wenn ich das richtig sehe, wird auf der Haupttribüne ein Stadionblogger aus dem Volksparkstadion buxiert. Er hat laut Falter Taktiker gerufen, wer auch immer das gewesen sein soll. Gegen Muheim, Barca jetzt mal über die rechte Seite. Immer noch Rafinha. Vahi, der Torschütze, macht es technisch klasse. Ball nochmal in den Rückraum. Barcelona spielt hier richtig ein auf. Aber Hamburg kann klären fürs Erste. Kratenmacher beim Konter. Kratenmacher. Schickt Glatze ins Laufduell gegen Bremer, aber der hat keine Chance. Nicolò Rovella. Vahi. Bella Kotschap dazwischen. Aber es gibt den Freistoß für Barcelona. Und Rafinha wird sich der Sache annehmen. Rafinha, 0-3. 0-3. Die Messe ist gelesen. Barcelona führt den Hamburger SV im eigenen Stadion komplett vor. Rafinha knallt ihn genau in den Winkel. Es ist ein Traumtor. Die Fangesänge seitens der Hamburger gehen im Stadion weiter. Lassen sich hier nicht beirren auf ihrer ersten internationalen Reise seit 18 Jahren. Aber das ist eine Nummer zu groß. Sopi mit einer guten Balleroberung. Enzo Mio. Jetzt mal ein bisschen Platz für den HSV. Barcelona weit aufgerückt. Mio. Enzo Mio hat viel Platz. Immer noch Enzo Mio. Mio im Rückraum ins Glatze. Und das ist der Anschluss. Das ist der Anschluss. 1-3. Robert Glatze. Ist die Geschichte hier doch noch nicht zu Ende erzählt? Robert Glatze bringt den HSV zumindest auf der Anzeigetafel zurück in dieses Spiel nach einer klasse Einzelaktion von Enzo Mio. Ist das der Anfang? Bradley Fink. Kennt ihr den? Den Profispieler? Bradley Fink ist im Chat. Was geht, du Macher? Der hat mir heute geschrieben, ich soll mal in der Karriere gucken, wie gut er mittlerweile ist. Was, Macher? Kriegst erstmal einen VIP hier. Grüß dich, ich brauche nächste Saison einen neuen Stürmer. Vielleicht hole ich dich. Ich scoute dich. Grüße. Und jetzt guck dir an das Comeback hier. Vielleicht auch nicht. Rafinha. Rafinha, immer noch Rafinha. 4-1 Barcelona. Barcelona stellt den Abstand wieder her von 3 Toren. Rafinha mit dem 1-4. Vahi. Rafinha. Rafinha und Moritz Braun. Verhindert den 5. Einschlag. Klasse Parade vom jungen deutschen Keeper. Kratenmacher. Maurice Kratenmacher. Gutes Dribbling. Kratenmacher auf Glatze und der bleibt stehen vor dem Tor. Was macht Robert Glatze? Kratenmacher. Guter Ball für Sieb. Guter Ball für Sieb. Der nimmt den super mit. Amendo Sieb. Amendo Sieb. Du Bart! Er ist so scheiße, Mann! Rafinha, Vahi, 5-1 Barcelona. Es ist eine Demütigung. Vahi mit dem 5-1 für den FC Barcelona. Das Spiel scheint entschieden. Wechsel nochmal beim HSV.
Junior C. Die Winterleihe kommt zurück. Aber die Reise des Hamburger Sportvereins im internationalen Wettbewerb scheint hier doch wie zu erwarten gegen den FC Barcelona zu Ende zu gehen. Und Barcelona macht weiter mit Rafinha. Aujan gewinnt hier mal einen Zweikampf. Bakary Jatta gerade reingekommen. Bringt nochmal Tempo mit über die rechte Seite. Jatta in den Rückraum und das 2:5 Junior C. Junior C mit dem 2:5 für den HSV. Nach Vorlage von Bakary Jatta. Ein zweiter Ehrentreffer. Aber die Hypothek bleibt riesig groß für das Rückspiel. Und wenn wir alle miteinander ehrlich sind, wird der HSV nach den 90 Minuten in Barcelona aus dieser Europa League-Saison ausgeschieden sein. Bradley nochmal für den FC Barcelona 2:6. 2:6 wie am ersten Spieltag gegen die Mainzer. 90. Minute. Das Spiel ist lange entschieden. Und Barcelona will mehr. Bradley. Gerade eben getroffen. Rafinha. Vahi. Vahi. Lang verhindert das 7. Das Spiel ist vorbei. Boah, ne, ich will nicht mit der Presse reden. Es gibt die Presse. Boah, ist das eine Klatsche. Nicht mal Benfica hat so hoch in Montpellier gewonnen. Möchte mich dafür bedanken, dass sie mir die Chance gegeben haben. Ja, top. Hey Boss, danke, dass sie mir ein Ohr gegeben haben. Top. Na ja, klasse. Und jetzt gegen Leverkusen. Das ist alles eine Nummer zu hoch. Es ist eine Nummer zu hoch. Meine Freunde der Sonne. Stell dich der Presse, was hat die Presse zu sagen? Rammel raus. HSV ohne Robert Glatzel. Rammel, wenn er Reporter sieht. Da rennt er, der Visca Barca. Schön auf dem Arena-Ring. Visca Barca, nachdem ein 19-jähriger Spanier ein Tor macht. Es ist so einfach. Ü30 Hobbytruppe. Hahaha. Scheiß Demenzia trifft. Es ist einfach so einfach. Neuer Stadionblock von diesem Visca Barca ist online. Ganz komisches Video. Man hört die ganze Zeit nur Falter-Taktiker. Ja, was soll ich euch erzählen? Digga? Es ist ein Trümmerbruch. Ich hab halt echt gedacht, wir haben eine Chance. Und jetzt spielen wir gegen Leverkusen, die Florian Wirtz und Nico Williams auf der Bank haben. Top Sache, wirklich. Im Schnee. Jetzt kriegen wir hier auch noch eine schöne Reise gedrückt. Levin Hermann schenkt uns wahrscheinlich 3 Dinger rein. Und dann kannst du die Saison zumachen. Ah, ich scorte Bradley Fink gleich. Ich hole mir erstmal die nächste Klatsche ab. Levin Hermann mit dem ersten. Wahrscheinlich wieder gejubelt. Vollbruch. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Carmelo mit dem zweiten. Levin Hermann ist angeschlagen. Aber ich gönn's dir ein bisschen, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, was nach dieser Winterpause passiert ist, aber es ist nichts mehr so, wie es mal war. Elfmeter! 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 Nein. Ich bin so ein dummer Spasti. Ich bin so ein Spasti. Ich treff nicht mal den Kreis zum Lupfen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott! Ich dummes Kackkind! Lol, bei denen hat sich Grimaldo schwer verletzt. Wild. Keine Chance! Wir haben keine Chance! Bruno Fernandes, der trifft auch jedes Mal gegen uns, ne? Wirklich, es gibt kein verschissenes Spiel gegen Leverkusen, wo nicht Bruno Fernandes gegen uns trifft. Es fuckt so ab. Es fuckt so krass ab. Fischer kriegt nochmal Einsatzzeit gegen seinen Ex-Club. Glatzel trifft auch nicht. Boah, ist das eine Scheiße. Mann. Wie sieht's aus in der Tabelle? 4 Punkte nur auf die Champions League. Keiner weiß wie. Es sind 4 Punkte nur auf die Champions League. Das kannst du dir wirklich gar nicht ausdenken. Levin Hermann hat 91. 91 hat der Motherfucker. Pressekonferenz skippe ich auch. Ich habe abgeschlossen mit dem Wettbewerb. Das Ding ist over. Hier, Richards darf spielen. Ich erfülle den Jungs. Hier nochmal. Meffert darf zocken. RDT darf zocken.
Ich erfülle den Jungs der ersten Stunde, erfülle ich nochmal den Traum, Euroleague gegen Barca zu spielen. Mikkel Brenches, Oliveira, geht mit Gott und tobt euch aus. Tobt euch aus da in Barcelona, viel Spaß. Hat Barca eine Torhymne? Tobt euch aus. Wo ist der Wille hin? Das ist eine Aufgabe. Ja, wie soll ich denn 2-7 in Barcelona aufholen, Digga? 2-6, sorry. Wie soll das denn funktionieren? Digga, ich werde nach der Saison so ehrenlos ausmisten. Dieser Armindo Sieb wird keinen Fuß mehr vor die Tür dieses Vereins setzen. Keinen Fuß wird er mehr vor diese Tür setzen. Hauptsache, die C11 macht wirklich ein gutes Spiel da in Barcelona. Da wird gleich noch der 41-jährige Lewandowski eingewechselt. Pass auf, wir halten da echt die Null, ne? Mit Schonlau. Ich fall vom Glauben ab. Mit Sebastian Schonlau und Jonas Meffert. Es ist krass. Nur noch drei Männer! Nur noch drei! RDT. Hammer! Hammer! Nur noch drei! Wahnsinn! Schonlau! Guter Versuch, Junge! Immer weiter! Immer weiter! Und Schonlau, Oliveira und Brenches und Meffert laufen da rum, als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Wahnsinnstypen, wirklich. Wahnsinnstypen, alle miteinander. Richtige Idee gehabt. Ja, gönn den Sieg in Barcelona. Gönn ihn. Wir haben in Barcelona gewonnen. Klett. Stark verabschiedet aus dem internationalen Geschäft. Stark verabschiedet. Sag ich euch so, wie es ist, kannst du nichts sagen. RDT torgefährlicher als Armindo. Oh, Glatze. Hallo, Boss. Ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass im Club aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass sie niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, wie Sie diese Situation verbessern wollen. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh Mann. Ich sag euch ehrlich, ich glaube nicht an Zufälle. Ist das Zufall, dass ich so eine Nachricht bekomme, genau einen Tag nachdem Sebastian Schonlau das erste Mal seit 6 Jahren gefühlt wieder spielt? Ich zock jetzt mit RDT hier im Sturm. Mich juckt das gar nicht, dass er keine Ausdauer hat. Ich spiele mit RDT beim VfB Stuttgart. Ich werde es passieren lassen. RDT spielt jetzt beim VfB Stuttgart. Ich werde es passieren lassen. Der Mann ist torgefährlich. Ich werde es passieren lassen. Ah! Nee! Nee! Es wäre fast passiert. Oh Gott. Johannesson, der Mann macht Meter. Holy shit, was war das denn für ein überragendes Tor? Alter, Isak Johannesson, du geile Sau. Was ist denn da los? Das war brutal geil, mein Freund. Oh, Fitness bei RDT sieht nicht gut aus, aber die Bewertung sieht gut aus. Ich werde den Mann bis zum Kotzen spielen lassen. Das hier ist Felix Magaths Trainingsqualität. Wenn du nicht gekotzt hast nach dem Spiel, hast du nicht richtig gespielt. Digga, Aujan, heilige Scheiße, Aujan, du bist ja so finished, Digga. Ach du Kacke, du kriegst ja wirklich kein Bein mehr auf den Boden. Alter, okay, ich muss RDT schon rausnehmen. Das ist ja wirklich, das sieht nicht gut aus. Nein! Mann, Ricardo Pepi! Da steht halt Armindo Sieb, den kannst du halt nicht anspielen. Ja, 1-1 ist okay, aber wenn du führst, willst du das gewinnen. Es ist okay. 4 Punkte auf die Champions League und jetzt in München, die 10 Punkte Vorsprung auf Frankfurt haben. Eieiei. Wen haben wir denn hier noch so alles? Leipzig danach zu Hause, dann Frankfurt. Es sind so schwierige Spiele. Dann gegen Mainz. Bei Gott werde ich das selber spielen. Ach du Scheiße. Monatsbericht Jugendmannschaft. Wir können mal neue Jugendtrainer losschicken. Krattenmacher. Ja, du willst spielen, Kratte. Kratte, du willst spielen. Was ist der teuerste Spieler in der Mannschaft? Johannesson, 100 Millionen oder so. Nein, 87. Krattenmacher vorne rein.
Bricht die Leihe von dem Stürmertalent ab. Nee, das ist scheiße. Osterhage mal rein. Bisschen durchrotieren hier. Oh, ei. Das kann jetzt krachen. Ich suche schon mal die Torhymne raus. Robert Glatze. 18 Tore, aktuell Top-Torjäger. Wahrscheinlich zusammen oder kurz vor Karim Konaté, den Ex-Hamburger. Es ist Spieltag 24 in der Fußball-Bundesliga. In der Allianz Arena treffen der FC Bayern München und der Hamburger SV aufeinander. Die Bayern mit 60 Punkten nach 23 Spielen. Absolut im Soll, 10 Punkte vorm Tabellenzweiten. Auf dem besten Weg zur nächsten Meisterschaft. Den Hamburgern ist ein bisschen die Puste ausgegangen über den Winter. Es ist der klassische Hamburger Frühling. In der Europa League krachend an Barcelona gescheitert. Zumindest im Rückspiel noch was für die Ehre getan und gewonnen. Mit 0:1 durch den Treffer von Raúl de Tomás. In der Bundesliga, da hapert es schon länger. Glatze. Soppi. Dreht sich einmal und nimmt Enzo Mio mit ins Geschehen. Mio, der Ball ist Glatze auf Glatze. Und der HSV führt auf einmal in München. 0:1. 19. Saisontor für Robert Glatze. Und auf einmal sind alle Hamburger Sorgen für einen kurzen Moment vergessen. Denn Robert Glatze trifft zum 1:0 in München. Rüdiger Rammel jubelt. Und auf der Gegenseite sein ehemaliger Co-Trainer Christian Groß hat wohl in der Videobesprechung den ehemaligen Top-Stürmer seines eigenen Vereins, Robert Glatze, vergessen. Gnabry. Da kommt der Mann mit der Nummer 9, Karim Konaté. Konaté, aber Soppi verteidigt den gut weg. Doch die Bayern bleiben dran. Locatelli. Konaté, das ist gut gespielt. Und Moritz Braun hält den Schuss von Jamal Musiala sehenswert. Und jetzt ein Konter. Der Hamburger über Junior C. Junior C holt den Ball nochmal. Junior C. Leihgabe aus dem Winter. Junior C. aber dann zu ungenau. Halbzeit. Boah, das wäre wichtig, Digga. Also das wäre krass. Das wäre eine richtige Ansage hier. Oh, Bayern spielt auch echt schlecht, muss ich sagen. Mio, klasse Bewegung. Klasse Ball auf Robert Glatze. Robert Glatze! 2:0 HSV! Ich glaube es nicht! Und der Mann spielt auf der Flöte. Robert Glatze, 20. Saisontreffer. Und die Allianz Arena ist still. Wieder so ein genialer Ball von Enzo Mio. Und der FC Bayern München steuert auf die zweite Saisonniederlage zu. Weil der HSV rechtzeitig in dieser Saison, genau zu diesem Spiel, anscheinend wieder in Form findet. Robert Glatzel mit dem Doppelpack. Was ist nur mit den Münchnern los? Und vor allem, was ist mit dem HSV los? Überragende Partie bis jetzt der Rothosen. Karim Konaté läuft über den Ball, kurz gespielt. Adli aus der Distanz, Moritz Braun ist da. Locatelli bei der Ecke. Nicht ungefährlich, aber der HSV kann klären. Und jetzt gibt's die Kontermöglichkeit über Bakary Yatta. Bakary Yatta, Sieb läuft mit, gerade eingewechselt. Yatta zu Sieb, 0:3, das Tor zählt, kein Abseits. Und Armindo Sieb bricht den Torfluch, ausgerechnet bei seinem Jugendverein. Armindo Sieb, 0:3. Die Bayern werden nach Strich und Faden im eigenen Stadion ausgekontert. Und ausgerechnet der umstrittene Armindo Sieb erzielt seinen 6. Saisontreffer. Was ist bloß mit den Bayern los? Was ist bloß mit dem HSV los? Sind die etwa doch aus dem Frühlingsschlaf aufgewacht? Sule. Bella Kotscha mit dem Fehler. Musiala, Anschluss. Bella Kotscha kriegt den Ball nicht weg. Und die Bayern zumindest mal mit dem Anschlusstreffer. Jamal Musiala. 1:3. Boah, da sah Bella Kotschop gar nicht gut aus. Und dann kann Moritz Braun sowieso nichts machen. Und Karim Konaté schlägt die Hände über den Kopf zusammen und verlässt das Feld ohne einen eigenen Treffer. Mit einer wirklich dürftigen Leistung gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. De Jong. De Jong. Und das gibt nochmal den Elfmeter. 87. Minute, Chris Richards zu spät. Es gibt nochmal den Elfmeter.
für den FC Bayern München. 3 Minuten noch auf der Uhr. Wenn der jetzt reingeht, wird es nochmal knackig. Vitor Roque gegen Braun. Tor. 2:3. Und so schnell sind die Bayern wieder da. Fehler Richards. Braun ohne Chance. Spekuliert aufs falsche Eck. Kartenmacher. Geht zur Eckfahne. Maurice Kartenmacher. Macht es ganz abgezockt. Kartenmacher. Geht hier auf Zeit. Gegen Gray. Kartenmacher. Gegen 3. Muheim. Glatzel. Glatzel nochmal mit einer schönen Bewegung. Aber das sollte es gewesen sein. Das Spiel ist aus. Der HSV ringt den Rekordmeister nieder. Mit einem 3:2 Auswärtssieg. Männer, wir sind wieder da. Wir sind wieder wer? Wir sind wieder wer? Ich gehe wieder in Interviews. Ich gehe wieder in Interviews. Ich rede wieder. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zum Kommentar bereit sind. Glatzel hat heute 2 Tore gemacht. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Grandioser Auftritt von Bobby. Grandioser Auftritt, Bobby. München galt heute als stärkeres Team, aber am Ende haben sie dennoch den knappen Sieg geholt. War es ein schweres Spiel? Nö. Haben Sie sich Sorgen gemacht, als Bayern München in den Schlussminuten treffen konnte? Das ist mir egal. Gift, Alter. Bradley Fink mit 5 Gifted-Subs. Macher und kein Lacher. Mio zufrieden mit Einsatzzeit. Geil. Oh, und jetzt Leipzig. Unsere Ziele sind gefährdet. Ja, die sind immer gefährdet. Fischer will mehr Spielzeit. Ja, gut. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf, Boss. Bin stolz auf dich. Das freut mich, Enzo Mio. Das ist doch schön. Scout-Abschlussbericht. Bradley Fink. 78. Oha. Ich sag dir ehrlich, der könnte bei uns Stamm spielen. Ein Schweizer Brecher da vorne. Das ist nicht so schlecht. Das kannst du komplett knicken. Der Held war RDT, ne? Mein Gott. Wäre geil, wenn du ausgerechnet in der Saison entlassen wirst. Oh, Tabelle sagt 8er. Boah, ist das ein 6-Punkte-Spiel gegen Leipzig. Ach du Scheiße. Wir können auf einen Champions-League-Platz jetzt gehen. Boah, ist das ein 6-Punkte-Spiel. Scheiße. Boah, wäre das wichtig. Die haben auch alle nicht so viel Ausdauer. Ich sag's immer wieder. Chat, ich sag's immer wieder. Immer wieder sage ich's. Jürgen, dreh auf! Jürgen! Aufjürgen. Schönes Abschlusstraining. Fans machen gut Lärm beim Abschlusstraining. Boah, guck mal, wie gut die performen beim Training. Der HSV! Digga, guck dir das mal an, wie die hier ein Ding nach dem anderen reinknallen. Bruder, ich hatte noch nie so ein gutes Training. Wir sind komplett bereit. Also, wir sind komplett bereit. Wir sind komplett bereit. Männer, ich will eine Masterclass sehen. Ich will eine Masterclass sehen. Komm schon. Armindo Sieb gegen die Bayern getroffen. Das muss jetzt Selbstbewusstsein geben. Schade. Armindo, ich glaube wieder an dich. Du hast gegen die Bayern getroffen. Es gibt nichts Schwierigeres als das. Man kann nichts Schwierigeres in Deutschland machen. Schade, schade. Weiter, Jungs. Ich glaub an euch. Ich glaub an euch, Männer. Ich glaub an euch. Immer positiv denken. Auch gut. Schön immer einen Fuß vorm Ball kriegen. Auch gut. Und Glatzel, geh, Junge. Du bist 35, aber du kannst es doch. Digga, wir spielen Leipzig komplett an die Wand. Armindo, geh ab. Geh, bitte, Armindo. Bitte. Bitte, 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 bitte. Hey, ja! Mann! Komm schon! Komm schon! Ich will in die Champions League, Mann! Yeah. 21. Saisontor, Robert Glatzel. Yeah. Wichtig, wichtig. Gut, gut! Und Armindo. Und Armindo. Ne, ne. Oh, deine Stimme haben Dementia. Ich würde Bobby Glatzel austauschen. Es ist mehr gut genug. Ihr redet nicht so mit dem Goat. Habt ihr das verstanden? Mit dem Goat wird nicht so geredet. Ich hoffe, das war kein Fehler. Nein, nein, nein. Männer, 9 Minuten. Na, 7 Minuten. Glatzel. Er ist wirklich der Beste. Doppelpack gegen die Bayern. Hattrick gegen Leipzig. Er ist der Beste. Er ist der Beste, wirklich.
23. Saisontreffer, Robert Glatze. Ist das geil. Und auf einmal lebt die Saison wieder. Auf einmal ist die Saison wieder komplett lebendig. Er ist der allerbeste. Dortmund choked gegen Mainzer! Wir sind Fünfter. Hamburg mit Überraschungssieg gegen RB Leipzig. Wichtig und richtig. Die Saison läuft schon eine ganze Weile und die Mannschaften sind nicht mehr so frisch wie zu Saisonbeginn. Trotzdem war es eine Überraschung, dass der Hamburger SV das Ligaspiel gegen RB Leipzig gewinnen konnte. Das Spiel war ein großes Spektakel und die Fans vom Hamburger SV blieben noch lange nach Schlusspfiff im Stadion, um ihre Mannschaft mit stehenden Ovationen zu feiern. Im Spiel gegen uns hat sich ja Hermann verletzt. Was ist da los? Ist mir gerade eingefallen. Oh! Gebrochener Zeh! Karma ist eine Hure und sie kommt irgendwann zu dir und klopft an deiner Tür und sagt: Hallo, komm ich da? Kann ich reinkommen mit deiner gebrochenen Zeh? Ach du Scheiße, Digga. 99 Volleys. Aber mit einem gebrochenen Zeh kann man die nicht machen. Doof. Grimaldo? Was hat Grimaldo? Ausgekugelte Schulter. Das ausgerechnet Levin Hermann sich ein Zeh bricht, das kannst du ja gar keinem erzählen. Einfach Zeh gebrochen. Das ist krass. Niederlande, Hollande, Typ? Ah, es wird gar nicht angezeigt. Okay, dann war es vielleicht doch richtig. Never mind. Armindo Sieb ist deutscher Nationalspieler. Ach, Digga, ich bin raus, wirklich. Lass mich in Frieden mit der Scheiße. Ich bin wirklich raus. Hallo Boss, ich wollte mich nur bedanken, mein Gespräch. Er hat 81! Warte, was? Er ist hochgegangen! Was? Der ewige Bobby hat 81! Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank? Einfach Upgrade mit 35. Am meisten beeindrucken mich aber seine Stats in der Defensive, weil er auch gut gegen den Ball mitarbeitet. Wie zum Beispiel Grätsche 6, fairer Zweikampf 9. Abfangen 2. Defensives Bewusstsein 1. Oh scheiße, jetzt gegen Frankfurt, ne? Ah, die sind noch sehr weit weg. Unser Gegner für Platz 4 sind Hoffenheim und Dortmund und Leipzig. Also Hoffenheim, Dortmund, da müssen wir hingucken. Das Gute ist, Dortmund und Hoffenheim nehmen sich jetzt gegenseitig die Punkte weg. Wenn wir jetzt gewinnen gegen Frankfurt, Chat. Wenn wir jetzt gegen Frankfurt gewinnen, die Kai Havertz haben, lass uns nicht drüber reden. Wenn wir jetzt, warte mal, haben die 5 Siege in Folge? Ach du Scheiße. Wenn wir jetzt trotzdem aus irgendwelchen Gründen gegen Frankfurt gewinnen sollten, sind wir komplett drin in der Verlosung. Für solche Dinger nehme ich RDT mit auf die Bank. Man weiß nie, was passiert. Aoyan nehme ich nicht mit. Aoyan ist finito. Digga, das ist das erste Spiel in dieser Karriere, wo Bobby Glatzel 81 hat. Wenn das nicht für Magie sorgt, dann weiß ich auch nicht. Richtig, Armindo. Der Nationalspieler. Ey, komm schon, hier was mitnehmen, wäre so geil. Digga, warum sind bei Frankfurt die ganze Zeit Leute verletzt? Havertz und Cater. Ah. Nein, Junior C, das war richtig kacke. Das war richtig kacke, Junior C, wirklich. Richtig kacke war das. Oh Mann. Das Ding ist, auch wenn wir das verlieren, wir spielen halt wieder deutlich besser. Der Vierte hat auch 43. Ja, Dortmund hat sich abgesetzt. Die werden gegen Hoffenheim gewonnen haben. Boah, ist das eng, ey. Dortmund hat 3-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Digga, zwischen Platz 4 und Platz 9 liegen 4 Punkte. Du kannst einfach aus dieser Saison mit einem Champions-League-Platz rausgehen. Du kannst aber auch einfach mit Platz 9 da rausgehen und gar nichts haben. Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt viel glücklicher. Sehr gut, Chris Richards. Jetzt auswärts Wolfsburg und dann auswärts Augsburg. Monatsbericht Jugendmannschaft. Digga, wir haben halt 2 absolute Brechertalente da, ne? Theodor Meier, 89 bis 94 Potenzial. Der kann aber auf jeden Fall weg. Und der hat auch keine Zukunft. Das ist halt echt krass. Vom nächsten Match hängt wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich gut drauf. Thomas, du wirst die Chance bekommen, tatsächlich.
Ich finde dich zwar gerade nicht wirklich gut, aber Junior C gerade war auch nicht geil. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Da kann man was machen. Da kann man was machen. Buchmann auch geile Laie. Ja, er war halt, deshalb wollte ich auch niemanden verpflichten, weißt du? Der ist halt einfach wirklich nur als vierter Innenverteidiger gedacht, wenn irgendwie Probleme am Mann sind. Digga, holy shit. Also, Isaac Johannesson, wenn da nicht am Ende der Saison Real Madrid, Manchester City oder die Bayern anklopfen, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja so ein verfickter Weltspieler. Ach du Kacke, wie überragend macht er den? Also das ist, also heilige Scheiße. Ist das überragend? Alter Falter, wirklich. Marius Müller wieder auf der Bank, ja, ja. War nur im Hinspiel, glaube ich, weil der Stammtorwart verletzt war. Wie findet ihr eigentlich den Soppi-Transfer? Ich finde, der macht seinen Job eigentlich ganz gut auf rechts. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich finde, der Transfer war in Ordnung. Schön, Glatze. Und Krattenmacher. Ah, Halbzeit. Egal, wir führen. Es ist alles sicher. Wir stehen gut. Ich bin zufrieden. Es kommen schon 20 Minuten noch über. Nein. Wichtig. Ist das bitter? Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Ist das bitter. Oh, ist das doof. Oh, Mann. Wir machen so ein souveränes Auswärtsspiel hier. Ne. Oh, ist das bitter. Die haben zwei Schüsse, eine Chance. Ist das bitter. Leipzig ist jetzt zwei Punkte vor uns auf der 4. Das wird so ein enger Saisonendspurt. Alter Falter. Zwei Punkte auf Leipzig. Na, Dortmund ist mehr oder weniger raus. Die sehen recht safe aus mit ihren 51 Punkten. Digga, Bayern struggelt ein bisschen, ne? Das sind nur noch 7 Punkte. Glatzel hält aber die 81. Wild. LOL! 3 Wochen jetzt! Chat, 3 Wochen jetzt! Ey, wenn der noch ein bisschen netzt, ne? Kann das sein, dass der die Saison mit 81 beendet. Augsburg ist letzter. Das ist halt ein Pflichtsieg, ne? Also in Augsburg müssen wir gewinnen. Dann haben wir Mainz zu Hause, Köln auswärts, Kiel zu Hause. Also ich sag mal so, ich finde unser Restprogramm geht aber echt klar. Wir haben jetzt die ganzen Big Teams abgeklappert. Wir haben gegen Bayern gewonnen, gegen Leipzig gewonnen, das war big. Leverkusen-Niederlage tut halt weh, ne? Aber das sind alle Spiele, die man gewinnen kann, wenn nicht sogar gewinnen muss. Wer ist denn von denen am höchsten in der Tabelle? Digga, wir spielen gegen Augsburg 18., Kiel 16., Freiburg 15., Köln 14., Union 13., Mainz 11., Gladbach 9. Das ist echt ein entspanntes Restprogramm. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Auswärtsspiel hier in Freiburg hinbekommen. Das wäre sehr wichtig. Aujan hat halt leider immer noch 0,0 Form, ey. Aber ich finde Junior C halt auch nicht gut. Also der hat jetzt die letzten Spiele auch nicht wirklich performt. Habe ich Freiburg gesagt, ja, in Augsburg spielen wir. Aber ich weiß nicht, kann sein, dass das Kapitel Aujan auch nach der Saison endet. Bin ich ehrlich zu euch. Also ich glaube, wir werden nächste Saison einen kleinen Umbruch machen müssen. Ich glaube, uns wird in der Zentrale der Martel oder der Johannesson verlassen. Also da bin ich mir eigentlich sogar relativ sicher, dass einer von den beiden gehen wird. Dann die linke Seite müssen wir komplett neu machen. Also sowohl Muheim als auch Aujan, da muss eigentlich was Neues her. Da müssen eigentlich zwei neue Stammspieler her. Wenn wir den Rest der Mannschaft so weit zusammenhalten könnten, wäre das ja gut. Aber ich würde sagen, die Aufgaben in der nächsten Saison liegen dabei, einen Sturmpartner für Glatzel zu finden. Weil ihr seht, der Mann ist immer noch am Start. Digga, ist scheißegal, ob der 35 ist. Der Typ ist halt immer noch verdammt nochmal am Ballen, Digga. Das ist jetzt, glaube ich, Saisontreffer 24. Also werden auch nächste Saison mit Glatzel reingehen, weil der Typ ist einfach zu krass. Aber wir brauchen halt eine schnelle Ergänzung für ihn im Sturm. Einen schnellen Sturmpartner. Und das ist Sieb leider nie geworden. Der hat ja auch so gut mit Konaté und Hermann funktioniert. Mit diesen schnellen Sturmtypen nebendran. Oh, und da kriegt er einen for free. 0-2, 25. Saisontreffer. Ja, also Glatzel, da werden wir nichts machen. Der Typ ist so krass. Es kann halt echt sein, dass er die Saison mit 81 beendet, Digga. Der halt richtig nach vorne marschiert. Bobby hat schon safe mehr als 100 Tore für dich gemacht. Easy. Der macht ja jede Saison. Das ist der nächste Hattrick. Das ist halt schon krass.
Das ist halt schon krass. Digga, der wird echt Torschützenkönig, ne? Ich sag's euch, der Mann wird Torschützenkönig schon wieder. Es ist wirklich geisteskrank. Ey! Die Augsburger Puppenkiste. Die Augsburger Puppenkiste. Hier, für die Augsburger. Solange wir hier gewinnen und da jetzt nichts mehr anbrennt, ist alles gut. Nee, oder? Nein, oder? Ich hab es gejinxt, ich kleiner Bastard. Ich hab es gejinxt. Das kann nicht wahr sein. Das kann jetzt bitte nicht wahr sein. Ich kann ihn nicht mal auswechseln. Der Mann steht da wahrscheinlich mit einem gebrochenen Zeh irgendwo im Mittelkreis. Das kann nicht wahr sein. Ey, bitte. Frankfurt choked, Stuttgart choked, das ist gut für uns. Der hat gar nichts. Der hat nichts. Der hat nichts! Der hat nichts! Er hat nichts! Oh mein Gott, ist das wichtig. Er ist der Goat, er ist unkaputtbar. Er ist unkaputtbar, Chat. 2 Punkte auf Leipzig, wir bleiben dran, sind Fünfter. Er hat einfach nichts, weil du nicht ausgewechselt hast. Ich konnte ihn gar nicht auswechseln. Ich hatte schon alle Wechsel durch. Hat der Mensch hat vergessen, dass er verletzt war. Digga, 7 Wochen! Der ist beim Abschluss gerade hochgegangen. Der ist auf 83 Abschluss gegangen, what the fuck? Und bei uns kommt das Kryptonit. Mods macht eine Wette, ich spiele selber gegen die Mainzer. Bei uns kommt das Kryptonit. Unsere Ziele sind gefährdet, haltet die Fresse. HSV-Vorstand, wirklich. Haltet die Fresse. Haben wir irgendein gutes Jugendtalent mit am Start? Nee, sieht nicht danach aus. Digga, ich muss jetzt hier meine Ehre verteidigen gegen Mainz. Ey, bitte. Ich darf nicht schon wieder an Mainz 05 stolpern. Hansche, Olsen und Obando sind verletzt. Aujan ist komplett außer Form. Komplett außer Form, der Mann. RDT hat nur noch 72, Schonlau 69. Digga. Schonlau, Meffert, De Thomas, da geht eine richtige Ära zu Ende. Und Heuer Fernandes, die 4. Da ist er, der Top-Torjäger der Bundesliga. 26 Saisontore. Spieltag 29 in der Fußball-Bundesliga. Der HSV trifft im heimischen Volksparkstadion auf seinen Angstgegner, auf den FSV Mainz 05. Die Hamburger können heute einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Das so sehr ersehnte Ziel im dritten Jahr des HSVs in der Bundesliga. Es wäre eine Märchengeschichte. Die Qualität hat die Mannschaft dafür allemal. Aber kann es jetzt auch endlich gegen den FSV Mainz 05 klappen? In die Bundesliga ist man gestartet mit einer 6:2 Niederlage. Auswärts ausgerechnet bei den Mainzern. Boah, gute Balleroberung von Isak Johannesson. Johannesson versucht ihn durchzustecken. Auf Amindo Sieb, klappt aber nicht. Krattenmacher mit dem taktischen Foul. Amiri. Papela. Boah, stark gemacht von Stange. Immer noch Stange, immer noch Stange, immer noch Stange. Moritz Braun mit dem Fuß. Riesenparade von Moritz Braun. Amindo Sieb. Krattenmacher, kannst aus der Distanz! Krattenmacher! Boah, wäre das ein Traumtor gewesen. Von Krattenmacher. Ganz knapp am Pfosten vorbei. Immer noch Somerville. Immer noch Somerville. Somerville nicht vorbei an Brandon Soppi, der defensiv seine Hausaufgaben macht. Isak Johannesson. Johannesson, guter Ball für Sieb. Mio, Überzahl jetzt. Für den HSV, Glatzel, Johannesson, kommt nicht vorbei. Lang mit dem Foul. Boah, Dortmund liegt 2-0 hinten, ne? Ich glaube, gegen Leverkusen war das nicht gut. Krattenmacher. Mio, nächster Hamburger Konter, Mio, Glatzel. Und der hat immer noch Tempo mit seinen 35 Jahren, Glatzel. Sache für Isak Johannesson. Johannesson, die ist gefährlich! Robert Glatzel! Wer sonst? Saisontreffer 27! Und der HSV führt gegen den Angstgegner! Ist das endlich der Sieg für den HSV gegen den Angstgegner, gegen den SSV Mainz 05? Die Hamburger kommen direkt wieder mit Maurice Krattenmacher. Das ist eine starke Aktion von Krattenmacher! Krattenmacher! Und Rammel ärgert sich, das muss es eigentlich sein. Somerville, Brandon Soppi, heute eine absolute Bank.
auf der rechten Defensivseite. Mio und Soppi macht den Weg mit nach vorne. Soppi. Mio, klasse Ball. Für Glatzel. Für Glatzel. Für Glatzel. Bleibt am Ball, aber Michel ist dazwischen. Richards, gefährlich. Gefährlich von Richards und die Mainzer kommen mit Ferreira. Richards badet seinen eigenen Fehler wieder aus. Johannesson, oh, das Kraftpaket, Johannesson kriegt ihn dann nicht auf Sieb gespielt. Aber der Vorstoß sah richtig gut aus. Martell wirft sich rein. Wirft sich nochmal rein, Erik Martell, und wird dann zu Fall gebracht. Und Soppi kommt von hinten in den Zweikampf geflogen. Stange liegt am Boden und es ist die rote Karte für Brandon Soppi. Wie unnötig. Scheiße, 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 scheiße. Oh, nee, das ist nicht gut. Der HSV, die letzten 15 Minuten in Unterzahl gegen die Mainzer. Was haben die noch zu bieten in diesem Fußballspiel? Silvan heftig gerade in die Partie gekommen. Übernimmt die rechte Seite von Brandon Soppi, der eigentlich so ein gutes Spiel gemacht hat. Und sich dann zu diesem unnötigen Foul hinreißen lässt. Nee, ich habe gar nicht gewechselt, hä? Esposito. Langoni. Oh, Muheim. Ganz stark verteidigt. Krattmacher. Jetzt kann er wertvolle Zeit rausholen. Oder nochmal zum Konter ansetzen. Maurice Krattmacher. Was hat er noch hier für Tempo im Tank? Immer noch Krattmacher. Muss alleine machen. Oder auf den zweiten Pfosten legen. Ball rollt durch. Aber kommt nicht an. Und jetzt kommt nochmal die Mainzer. Und jetzt kommt nochmal die Mainzer. Abate. Lang dazwischen. Muheim. Einfach lang raus. Glatzel kann ihn nicht festmachen. Zwei Minuten oben drauf. Somerville. Somerville. Osterhage dazwischen. Gerade eingewechselt. Nochmal die Mainzer, nochmal Somerville. Glatzel im Vollsprint nach hinten. Glatzel mit der Grätsche. Somerville heftig klärt. Das Spiel ist vorbei. Der HSV ringt seinen Angstgegner, den FSV Mainz 05, nieder. Boah, ist das wichtig, Junge. Leverkusen gewinnt in Dortmund. Das ist scheiße, das ist nicht gut für uns. Es wäre besser, hätte Dortmund gewonnen. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Warum Aujan keine weitere Chance bekommt. Das Team ist das da. Ja, Digga, soll ich jetzt öffentlich sagen, dass er scheiße ist, oder was? Wie beeinflusst die Sperre von Sopp ihre Aufstellung? Fehler passieren halt. Der hat halt eigentlich echt gut gespielt, Mann, Digga. Die Rote war so unnötig. Was war aus ihrer Sicht heute entscheidend? Wir waren das bessere Team. Vielen Dank für dieses Statement. Keine weiteren Fragen mehr. Wie sieht's aus in der Tabelle? Wir sind Vierter. Alter, ist das eng. Alter, ist das eng. Leck mich am Arsch. Zwischen 3 und 6... sind 3 Punkte. Leipzig spielt halt jetzt gegen Bayern. Das ist halt unser absolutes W. Und Dortmund könnte jetzt Gladbach aus der Champions League Verlosung kegeln. Soppi wird gegen Mainz vom Platz gestellt. Einspielsperre. Hefti rein. Richards rein. Aujan kriegt die Chance. Und mal wieder eine schnelle machen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht choken. Bitte nicht choken. Bitte nicht choken. Bitte nicht choken. Aujan kriegt glattrot. Bist du dumm, Digga? Warum kriegen wir denn glattrot schon wieder? Mann, du dämlicher Idiot! Du bist so finished! Geh Saudi-Arabisch lernen oder wie die Scheißsprache heißt. Und Leipzig gewinnt gegen die Bayern. Ich fass es nicht. Ist das dumm, ey? Mann! Scheiße! Scheiße! Was ist das? 30. Spieltag jetzt? Was ist unser Restprogramm? 31. Spieltag sogar schon. Auswärts Gladbach wird nochmal hart. Dann zu Hause Freiburg, zu Hause Union. Boah. Müssen alle gewinnen, dann sind wir drin. Wenn wir alle gewinnen, sind wir drin. Wenn wir alle gewinnen, sind wir drin. Ja, das muss gewonnen werden. Da gibt's hier jetzt, also gibt's gar keine zwei Meinungen, meine Freunde. Freunde der Sonne, hier gibt es gar keine zwei Meinungen. Wenn du das nicht gewinnst gegen Kiel, dann darfst du auch nicht von Champions League reden. Ecke. Jatta bei der Ecke ist interessant. Aber wir haben Johannesson. Wir haben Isak Johannesson. Wir haben Isak Johannesson. Digga, er ist so gut. Er ist so gut. Isak Johannesson. Deshalb wollen die für dich 100 Millionen auf den Tisch legen. Ja! Bobby! Bobby! Der Traum Champions League lebt. Der Traum lebt, meine Damen und Herren. Er lebt.
Oh ja, Mann. Isak Johannesson. Oder nenn ihn Isak Bergmann Rucksack Johannesson. Das ist sein dritter Vorname. Isak Bergmann Rucksack Johannesson. Sehr schön die Pflichtaufgabe hier machen. Und schön Druck auf die anderen Vereine machen im Kampf um die Champions League. Ja, Kiel kriegt einen Ehrentreffer. Remberg. Ist alles in Ordnung. Glatzel. Yep. Robert, Bobby, Rucksack, Glatzel. Auch du, mein Freund, hast drei Vornamen. Auch du, mein Freund. Digga, der kann einfach 30 Saisontore dieses Jahr machen. Juckt den gar nicht. Aber Leute wollten erzählen, oh, Broski, du musst Robert Glatzel diese Saison rausnehmen. Er ist nicht mehr gut. Ja, merke ich. Nee, merke ich ehrlich. Oh, und wir haben Spieler von denen umgetreten. Perfekt. Verletzt ausgewechselt, Smith. Guck mal, Glatze, 87. Minute im eigenen Stadion bei 4-1-Führung erkämpft er da noch einen Ball mit einem Abfang oder was der da für Stats hat. Legende, Digga. Klapp. Klapp. 4-1 gegen Holstein Kiel. Dortmund verliert gegen Frankfurt. Leverkusen hat gewonnen. Dortmund ist nur noch Sechster. Oh mein Gott, die Tabelle. Und der Meisterschaftskampf ist wieder offen. Digga, die Tabelle. Ah, oh Gott. Wir haben die schlechteste Tordifferenz von denen. Ach du Kacke, aber was macht Bayern? Oh, und jetzt bei den Mainzern. Oh, scheiße. Und jetzt bei den Mainzern. Stuttgart gegen Dortmund ist big. Mainz spielt auch noch gegen Leverkusen. Digga, Mainz kann richtig ärgern. Aber die direkten Konkurrenten spielen nicht mehr großartig gegeneinander. Was hat denn Bayern gemacht? Digga, die kacken ja richtig rein. 1-0 gegen Leipzig verloren. Und 2-1 zu Hause gegen Köln. 20 Punkte vom Meisterschaft entfernt. Er sagt wieder offen. Ja, nicht für mich. Für die Frankfurter. Ich habe mit der Meisterschaft gar nichts zu tun, mein Freund. So, die ganzen Laien enden hier bald. So, hat schon jemand gespielt. Digga, Konaté ist ja komplett eingebrochen. Also Robert Glatzel hat ziemlich safe schon mal die Torjägerkanone. Der braucht noch eine Hütte, dann hat er 30. Ist das krank. Johannesson, 7 Tore, 7 Vorlagen als ZM. Sieb hat sogar 13 Scorer in der Bundesliga, aber ja. Also das ist Tendenz schwer. Chat, 8 Wochen. 8 Wochen, bis der auf 80 runtergeht. Scheiße, ist der Mann am Klettern. Ist der am Klettern. Mit 35 Jahren. Ein defensives Bewusstsein. Ein Abfang. Geil. Ja, Mio auch stark. 10 Scorer in der Bundesliga. 2 Tore, 8 Vorlagen. Fofana auf der Bank. Scully, Netz, Neuhaus, Guedes auf der Bank. Wir können hier einen Riesenschritt machen, ne? Ich gehe aber wieder mit Jatta und Mio auf den Außen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Richards ist gerade besser in Form als Bella Kotschap. Aoyan kommt von der Bank. Also mir hat dieses Mio-Jatta-Ding eigentlich ganz gut gefallen. Wenn wir halt jetzt hier einen Dreier mitnehmen. Also es ist halt eigentlich relativ simpel. Gewinnst du die letzten 3 Spiele, bist du in der Champions League. Holst du 7 Punkte, sieht sehr gut aus. Ab 6 Punkten und drunter wird sehr schwierig. Wir brauchen jetzt hier wieder eine gute geschlossene Mannschaftsleistung. Wir brauchen hier 3 Punkte, damit wir in einer guten Ausgangssituation sind für die letzten beiden Spiele. Digga, es ist Johannesson und Glatzel. 30. Saisontor Robert Glatzel. Wie krass sind die beiden. Es ist unfassbar, wie gut die sind. Es ist so krass, wie gut die sind. Leck mich am Arsch, Digga. 15. Scorer für Johannesson, 30. Tor von Glatzel. Es ist unfassbar. Ey, wenn wir irgendwie Johannesson halten können. Es wäre so ein Traum. Es wäre so ein Traum. Der Glatzel zündet einfach eine 30er-Bombe in dieser Saison. Digga, vor der Saison meinten echt viele, dass wir den abgeben sollen. Dass wir den dieses oder dass wir den nicht mehr als Nummer 1 Stürmer benutzen sollen. Aber der Mann hat sich einfach verdient. Ohne Spaß. Der Typ ist einfach easy unser Nummer 1 Stürmer. Und einfach auch die Nummer 1 der Bundesliga. Er hat 30 Saisontore. Und das Spiel hier ist auch noch nicht over. Das ist auch noch nicht over. Komm. Krattenmacher. Ganz stark, Krattenmacher. Ganz stark. Ganz stark, Krattenmacher. Bringt uns in eine super Ausgangslage für die letzten beiden Spiele. Wir werden auf jeden Fall Tabellendritter bleiben. Okay. Es sei denn, jetzt geht hier irgendwas komplett in die Hose. Ey. Ey, bitte. Bitte. Bitte, das darf jetzt hier nicht in die Hose gehen. Bringt das einfach über die Zeit, Männer. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 2-1 bei Gladbach. Bayern gewinnt in Mainz, Leipzig gewinnt in Augsburg. Ich habe die anderen Spiele nicht gesehen. Verletzung von Glatzel macht den Fans Sorgen. Was hat er?
Ich hab Angst, ich will's nicht lesen. Oberschenkelprellung. Er wird jetzt erstmal die nächsten Spiele ausfallen. Was macht Oberschenkelprellung? 7 Tage. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Er ist am letzten Spieltag wieder fit. Er ist am letzten Spieltag wieder fit. Oh! Gott, Bobby, mach mich nicht schwach! Mach mich nicht schwach! Wir brauchen aus den letzten beiden Spielen. Ja, 4 Punkte werden nicht reichen. Nee, doch, 4 Punkte reichen. 4 Punkte. 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Guck dir an, wie eng das ist. 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Und wir haben 2 Heimspiele. Gegen Freiburg und gegen Union. Wenn wir 2-mal gewinnen, sind wir in der Champions League. Und irgendwie auch Dritter geworden wahrscheinlich dann. Aber das ist ein Digga, ist das krank. Dortmund war die ganze Zeit Dritter, jetzt sind die 6. So, ihr wolltet, dass ich in die Presse gehe. Gemeinsam für Davy Selke. Hamburg will das Selke-Comeback sehen. Und außerdem Wunsch per Choreo. Gemeinsam für Selke. HSV liebt Davy Selke. Mit Steffen Baumgart da oben. Oh, scheiße. Gisela, Rammel War Story. Oh, scheiße. Yeah. Ciao, Sebastian. Wie geht's, altes Haus? Du, Rüdiger, ich muss dir ehrlich mal was sagen. Dieser Co-Trainer, der du hier angeschlebt hast, der ist sowas von kacke. Der wechselt lieber Brenten Soppi, aka die Soforthilfe in der Innenverteidigung ein als mich. Ach, Sebi, gib dem Manu noch mehr Zeit. Sorry, Sebastian, wir haben hier einen Notfall, ich muss auflegen. Ja, was ist denn wieder los? Rüdiger, das hast mir doch gesagt, ich soll neue Erdbeertörtchen für die Sommertransferperiode vorbereiten. Aber meine Spezialerbeeren, die von Generation bis Generation bei uns weitergegeben werden, sind weg. Ich was? Kann damit keine Erdbeertörtchen mehr machen. Nein! Fuck! Giesel. Fuck! Rüdiger Rammel ohne Gisela. Ey, lass die Erdbeertörtchen in Ruhe! Fuck! Gisela, wie weg? Wie ist das möglich? Denkt doch an all unsere Ziele. Ja. Unsere Zukunft, alles ist in Gefahr. Die Bayern, Christian Groß könnten alles gewinnen. Ja, Rüdiger, ich verstehe schon, aber was sollen wir tun? Wer könnte uns dabei helfen? Ja, Gisela, mir fällt nur noch einen Mann ein, der uns helfen könnte. Oh nein. Es ist so gut. Herr Manu, ich verstehe richtig. Sie suchen nun Spezialerdbeeren und wissen nicht, wo diese sind. Dann brauchen Sie so etwas wie eine Hero. Ich kenne eine Persona aus Deutschland, der Ihnen helfen könnte. Nein! Ey, nein! Nein! Ein neuer Brasilianer für den Flügel von Rüdiger Rammel. Wie wir erfahren haben, beschäftigt sich der HSV intensiv mit Anthony. Man ist bereits mit der Eintracht im Austausch und wird zeitnah eine Einigung finden. Rammel will Anthony unbedingt. Großer Fürsprecher des Transfer war wohl Raul de Thomas, der Rammel den Brasilianer wohl selbst vorgeschlagen hat. Also Anthony zu HSV, dann dir Sohn. Jahrelang hat er mich ausgelacht. Doch dann habe ich ihn durchschaut. Sein Geheimnis habe ich gefunden. Die Erdbeertörtchen. Aber nun sind die Erdbeeren weg und sein Vorteil ist auch weg und das alles dank dir. Nun trete vor mein Schüler. Digga, so geil! So geil! Clap, Digga! So ein geiles Video schon wieder! Clap! Scheiße! Das war Kohlberg! Was ein Macher! Der Plot-Twist ist crazy! Rolex Fadiga beim FC Bayern München, Brett. Aber ob der Transfer von Anthony wirklich durchgehen wird, das steht unter einem anderen Stern. Wir müssen jetzt erstmal das Ding fertig machen. Gegen den SC Freiburg. Aber ich guck ihn mir mal an. Komm, ich guck sie mir kurz an. Guck, wo haben wir ihn? Der Mann wird vielleicht deutscher Meister mit. Der wird ja vielleicht deutscher Meister. Was macht Diaby Fadiga? Jetzt bin ich gespannt wie ein Bettlaken. Bei Henan FC scouten den Sohn. Was hat spielt er einen auf? Nee. 4 Tore. Ich würde jetzt nicht sagen, der spielt einen auf, aber der macht Meter. Er macht Meter. Ey, Chat, ne? Ich wollte es eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Aber wisst ihr, wie krass wir... Bayer Leverkusen manipuliert haben. Die waren die ganze Zeit in der Top 4. Also waren, na nicht, die waren nicht die ganze Zeit in der Top 4, aber die waren gut dabei.
Und dann haben die gegen den HSV gespielt. Und dann haben wir Levin Hermann umgetreten. Und seitdem geht da gar nichts mehr. Was macht eigentlich Wirtz? Digga, das ist so krank, ne? 14 Einsätze, 2 Scorer. Das ist so dumm. Mit einem 92er Rating. Das ist so dumm, wirklich. Ein Tee kaputt. Scheiße, ich muss rein in die PK. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Ja, mach mal deine Fragen. Mich interessieren nur Siege. Gegen Gladbach war es am Ende sehr knapp. Wie geht Ihre Mannschaft daher ins Spiel gegen Freiburg? Unsere Taktik hat sich bewährt. Ist korrekter Taktiker. Korrekter Taktiker. Können Sie jede Nachlässigkeit Ihres Teams verhindern? Es ist egal, wo Freiburg steht. Ist egal. Bobby ist fit. Au, Jan wieder in Form. Ach du Scheiße, hat es lange gedauert. Aber es ist gerade wirklich Chat plus 1. Aber es ist gerade Jatta Mio auf Außen. Die Kombi. Seid mal ganz ehrlich, das ist es gerade einfach. Komm schon. Jetzt 3 Punkte holen und wir haben es am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Jetzt 3 Punkte holen und wir haben es in der Hand. Das Geile ist, wir haben halt 2 Heimspiele. Verlieren wäre ganz große Krise. Unentschieden wäre okay, aber verlieren wäre ganz ekelhaft. Wie genau ist der demente Rentner auf 81? Halt mal dein Maul, du. Der demente Rentner hat 30 Saisontore. Spielen halt deutlich besser, ne? Wir spielen halt deutlich, deutlich besser. Digga, ich wechsle den zur Pause aus. Also Armindo Sieb hat keine Zukunft mehr in diesem Verein. Sag ich euch so, wie es ist. Das Ding ist so over. Ja, toll. 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 Dankeschön. Dankeschön, Armindo Sieb. Wir kontrollieren die erste Halbzeit komplett. Und jetzt verspielen wir die Champions League. Streng dich doch einmal an, Junge. Bitte. Komm, Kartenmacher. Ja. 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 Bakary Jatta. Oh, ist das ein wichtiges Tor. Oh, ist das ein wichtiges Tor. Boah, ist der wichtig. Bakary Jatta, Digga. Seit Anfang an dabei und immer noch so wichtig. Das war richtig scheiße gerade. Nee, bitte nicht. Nee. Nee. Oh, Glatze. Wie holt er den? Spiel nach vorne. Ja. Ja, ja, bitte! Nein! Digga, die Statistik. Dortmund verliert. Dortmund hat verloren. Wir brauchen Dreier. Um sicher zu sein, brauchen wir einen Dreier. Dortmund ist mehr oder weniger raus aus der Champions League. Das kannst du eigentlich knicken. Euroleague ist safe. Champions League brauchen wir einen Win. Boah, Digga, und stell mal vor, Bayern verspielt jetzt die Meisterschaft in Freiburg. Wird schwer mit Tordifferenz, ne? Freiburg ist 15. Spielen gegen Union, die sind 12. Also wir haben eigentlich alle Asse im Ärmel. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Ey, Mutz, macht eine Wette. Kommen wir in die Champions League? Ja, nein. Das Resultat ist enttäuschend, aber trotzdem danke, dass ich wieder spielen durfte. Vielleicht bin ich ja doch noch nicht wieder hundertprozentig der Alte. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf, Robert. Mach dir keinen Kopf, wirklich. Jetzt nicht bei 30 Saisontreffern anfangen zu zweifeln. Danke, Mods. Kuss. Chat, auch mal ein bisschen Liebe für die Mods da lassen. Dass hier um 2.41 Uhr die Wette mal länger als 10 Sekunden dauert. Vollkommen normal. Mal ein bisschen Liebe für die Mods da lassen. Dass sie hier so spät noch am Start sind. Männer, Arschbacken zusammenkneifen und pushen jetzt. 34. Spieltag. Es geht um den Einzug in die Champions League. Robert Glatzel erwägt aufzuhören. Was? Du hast einen 4-Jahres-Vertrag, Bro. Ich hab dich an den Verein gebunden, bis du nicht mehr laufen kannst. Was ist denn das? Fake News. Edziski, safe. 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der Hamburger Sportverein trifft auf Union Berlin. Für Union geht es um nichts mehr. Der Klassenerhalt ist gesichert. Man steht auf Tabellenplatz 12. Aber für Rüdiger Rammel und den HSV geht es im dritten Jahr in der Bundesliga um den Einzug in die Champions League. Mit einem Dreier wäre man safe nächstes Jahr in der Königsklasse. Aktuell steht man auf dem dritten Tabellenplatz. Bei einem Unentschieden
Richtemann, Schützenhilfe. Soppi mit Latzel, Martel. Johannesson, Seitenwechsel zu Muheim. Heute kriegt er mal wieder Unterstützung von Thomas Aujan, dem Holländer, dem Routinier, dem Alster. Mats oder Matthias? Mein zweiter Name ist Matthias. Simon Matthias. Aber der Name wird nicht angewendet, der ist einfach da. Eins in dem Chat, wer auch so einen Zweitnamen hat, der noch nie verwendet worden ist. Meine Eltern haben sich einfach gedacht, YOLO, komm, wir brauchen mal einen Zweitnamen. Einfach auf entspannt. Hat nie irgendjemand verwendet. War einfach da, hat keinen interessiert, steht nur auf dem Perso. Jatta bleibt am Ball, über Umwege. Isak Johannesson, oh, überragend! Aber nicht das Tor. Aber klasse Einzelaktion von Isak Johannesson. Kontermöglichkeit für die Unioner. Sanz. Guter Ball auf Hollerbach. Hollerbach. Im 1 gegen 1 gegen Chris Richards. Hollerbach, Richards verteidigt das gut weg. Ecke. Martel. Bakary Jatta. Kann sein Tempo nicht ausspielen. Oh, Jatta. Den Ball holt aber klasse. Bakary Jatta mit Tempo auf dem Weg zum Keeper. Jatta, Bakary Jatta! Es ist der ewige Bakary, der Ur-Hamburger. Erobert sich den Ball an der Seitenlinie und startet dann einfach durch. Bakary Jatta. Halbzeit. Stand jetzt sind wir in der Champions League. Stand jetzt sind wir Dritter in der Tabelle. Verteidigen den dritten Tabellenplatz. Ich habe, by the way, einen Mückenstich in der Kniekehle mir aus Italien mitgenommen, ne? Eins in den Chat, Mückenstich in der Kniekehle sind ja mit Abstand das Asozialste, was es gibt. Hollerbach. Hollerbach, guter Ball auf Sanz. Vorteil abgepfiffen. Freistoß für Union Berlin aus guter Position. Laszlo Benes, der Ex-Hamburger, muss frühzeitig das Feld verlassen. De Kuiper, der Mann mit der Nummer 6, steht beim Freistoß. De Kuiper, gefährlich! Latte, nicht drin! Riesenchance für Union, aber der Ball ist nicht im Tor. Aber Union kommt nochmal, Union kommt! Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin so ein dummer Mensch, warum holz ich da rein? Ich bin so ein dummer Mensch, wie kann man da reinholzen? Oh! Moritz! Gegen Sanz. Union mit dem Ausgleich. Hollerbach. Richards dazwischen. Dem HSV bleiben 30 Minuten für das goldene Tor. Johannesson wirft alles rein. Aujan über die linke Seite. Thomas Aujan. Die hat er jahrelang für den HSV beackert. Aujan. Und die Flanke ist Weltklasse. Die ist Weltklasse. Und es ist das 31. Saisontor von Robert Glatzel. Was ein Treffer. Und jetzt tanzen sie Samba im Volkspark. Robert Glatzel. Riesentor. Thomas Aujan. Für die Flanken. War er jahrelang bekannt. Der Keeper traut sich nicht raus. Und dann hebt sie ab. Die Airline namens Robert Glatzel, Flug Nummer 31, passend zu den Saisontreffern. Was eine Flanke, was ein Treffer. Der HSV stand jetzt wieder in der Champions League. Der HSV wechselt nochmal. Der Thomas, Schonlau und Mio kommen für Muheim, Lang und Jatta. Nochmal neue Beine für den HSV. Aujan bei der Ecke. Glatzel! Und jetzt ist es durch! Jetzt ist es durch! Robert Glatzel guckt auf die Uhr. Was zeigt sie an? Champions League zeigt sie an! Und im sechsten Jahr unter Rüdiger Rammel führt der Weg jetzt schnurstracks in die Champions League. Sanz versucht nochmal nach vorne zu spielen. Aujan verteidigt das gut weg. Krattenmacher. Johannesson. Viel Platz jetzt für die Hamburger. Da Union aufgerückt ist. Und Raoul de Thomas will es nochmal wissen. Raoul de Thomas! Und jetzt gibt es Standing Ovations
Robert Glatzel verlässt das Feld. Erst wechseln die Unioner. Der Top-Torjäger der diesjährigen Bundesliga-Saison und der Garant für die Champions League verlässt das Feld. Das Stadion erhebt sich. Und Armindo Sieb kommt nochmal für den HSV. Ganzes Stadion steht. Ganzes Stadion applaudiert. Applaus aus der Kurve. Applaus von den Rängen. Es ist unfassbar. Der 35-jährige Kapitän. Wahnsinnsleistungen über die gesamte Saison. Darf sich hier nochmal seinen verdienten Applaus abholen. Hat alles gegeben, diese Mannschaft in die Champions League zu führen. Jetzt liegt es am HSV, das zu Ende zu spielen. Und der HSV kommt nochmal mit Armindo Sieb, gerade eingewechselt. Sieb. Und da sehen wir nochmal in Farbe und Bunt, warum er den Verein zur kommenden Saison verlassen soll. Und auch Isak Johannesson darf sich nochmal seinen Applaus abholen. Überragende Saison gespielt. Im Winter ein Angebot von der AC Milan ausgeschlagen. Auch ein absoluter Schlüsselspieler auf dem Weg in die Champions League. Fischer, die Leihgabe von Bayer 04 Leverkusen, darf sich auch nochmal verabschieden. Kaufoption wird sehr wahrscheinlich nicht gezogen. Kriegt nochmal ein paar Minuten hier im Volksparkstadion. Und der HSV kommt nochmal mit Aujan. Aujan. Ungefährlich, Isak. Fordert nochmal Schonlau heraus. Schonlau, aber auch der erkämpft sich nochmal den Ball. Sebastian Schonlau. Seit Tag 1 auch hier beim HSV dabei. Er hatte zwischenzeitlich ein Jährchen Urlaub in der Türkei. Aber jetzt ist es vorbei. Der HSV verteidigt an Spieltag 34 den dritten Tabellenplatz und steht in der kommenden Saison in der Champions League. Es ist vollbracht. Das Meisterstück von Rüdiger Rammel. Robert Glatzel. Mittlerweile das Leibchen drüber, ist Top-Torjäger der Bundesliga, holt sich nochmal seinen Applaus ab. Das Volksparkstadion außer Rand und Band feiert den Einzug in die Champions League. Digga, lass mich mit der Presse reden. Lass mich mit der Presse reden. Bayern wird Meister. Zunächst mal danke, dass ihr direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen seid. Ich bin da. Glückwunsch, Sie sind sicher hocherfreut über die Qualifikation für die UEFA Champions League. Glückwunsch an die Jungs, die Fans sind stolz auf euch. Wir haben den HSV dahin geführt, wo er hingehört. Glatzel hat heute 2 Tore gemacht. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Grandioser Auftritt von Glatzel, der ist der Beste. Der ist der Beste. Hamburg ist 8 Spiele in Folge ohne Niederlage geblieben. Ihr Kommentar dazu. Da kommt noch einiges. Oh, Chat, und jetzt genießen. Jetzt einmal genießen. Genießt es mit mir zusammen, bitte. Genießt es mit mir zusammen. Guckt's euch an. Glatzel erzielt Doppelpack beim Hamburger SV-Sieg gegen Union. Jetzt hört einfach zu. Da gehört dieser Verein hin. Da gehört dieser Verein hin. Ist das schön. Ist das schön. Ja, Bayern und Frankfurt gewinnen beide. Ich merke gerade, uns hätte sogar ein Unentschieden gereicht. Uns hätte sogar ein Unentschieden gereicht. Leverkusen gewinnt. Und Bochum ärgert Leipzig. Bochum schießt Leipzig aus der Champions League raus. Boah, und das als Tabellenletzter. Also nochmal mit Sang und Klang aus der Bundesliga verabschiedet. Ja, wild, wir wären sogar mit einer Niederlage in die Champions League dadurch gekommen. Ja, moin Meister. Wir wären sogar mit einer Niederlage in die CL gekommen. Aber Tabellendritter fürs Feeling. Sehr, sehr starke Saison, Alter. Also, ist krass, dass man mit 61 Punkten Dritter wird, aber danach fragt ja keiner. Danach fragt ja absolut keiner. Team der Saison. Ist da überhaupt einer von uns drin? Glatzel. Glatzel vom HSV ist drin. Und sehr viel Bayern München. Weder Konaté noch Levin Hermann im Team of the Season. Glatzel, goldener Schuh. 34 Einsätze, 32 Tore. Torhüter des Turniers, Luis Junior. Von Frankfurt. Sehr geil. Gucken wir in die Statistiken rein. Parfundi, zweitbester Torschütze. Konaté ist halt echt bei diesen 19 Dingern stehen geblieben. Krass. Kann sein, dass er auch verletzt war. Top-Vorlagengeber. Chaibi und Konaté 10 Vorlagen. Johannesson 9. Das seht ihr nicht ganz. Den Rest könnt ihr erkennen. Mio und Sieb jeweils 8 Vorlagen. Das ist auch so eine Frechheit, ne? Dass Mio wirklich eine zweistellige Scoreranzahl hier noch rauskloppt. Mio sage ich schon. Sieb. Glatzel hat in der Liga 32,5. Johannesson 7,9. Ist überragend. 16 Scorer in der Bundesliga. Krattenmacher 7 Scorer. Sieb 14 Scorer. Absolutes Stat-Gepadder. Den werden wir so abgeben, Digga. Dass der bei uns die 10 trägt. Jatta 5 Scorer. Aujan 7. Mio 10. Aber was Glatzel da gezaubert hat, ne? 37 Scorer in der Bundesliga. 11 Wochen würde er erst runtergehen. So, und er erwägt jetzt aufzuhören. Mein Freund, du hast einen 4-Jahres-Vertrag. Oh mein Gott, ich kann's tun.
Ich kann es tun! Der ewige Bobby. Du kriegst alles, was du... Alles, was du haben willst. Sag mir einfach, was du haben willst. Bro, wir machen das ganz schnell. Rolle im Kader. Was willst du haben? Schlüsselspieler? Passt. Sehr gut. So, aktueller Vertrag geht noch 4 Jahre. Häng mal eins dran. Schönen Vertrag, bis du 40 bist. Einen schönen Vertrag, bis du 40 bist, mein Freund. Richtig und richtig. 70.000er Gehalt. Einstiegsbonus. 250k. Mein Freund, das ist alles Wertschätzung. Und für 20 Tore gebe ich dir nochmal 500k. Du kriegst alles, was du willst, Bruder. Du kriegst von mir so einen geilen, fetten Rentenvertrag, damit du deine nächsten Generationen alle noch mit durchfüttern kannst. Dass das alles reiche Menschen werden, die im Leben keine Probleme haben, Bobby Glatzel. Weil das hast du verdient, Junge. Das hast du verdient. Nichts anderes hast du verdient, als einen Rentenvertrag, der Generationen von dir durchfüttern wird. Und damit natürlich weiterhin unser Topverdiener. Gar kein Problem. Marktwerte abchecken. Johannesson 86 Millionen, Martel 64, Mio 59, Braun 56, Sieb 40 Millionen, keiner weiß, Glatzel 38,5 als 35-Jähriger, Soppi 35, Radko Jovanovic kommt von der Laie wieder mit einem 34 Millionen Marktwert. Bela Kotschap, Marktwert bisschen gesunken, Lang 25 Millionen, Richards 25. Vuk Jankovic, ich gehe mal davon aus, dass sie die Kaufoption ziehen werden. Aoyan 15 Millionen. Junior C werden wir, denke ich mal, nicht fest verpflichten. Köhler ist noch um 3 hochgegangen, den haben wir nächste Saison. Von den Leihspielern, sage ich euch ehrlich, die waren ja eigentlich nur so ein bisschen zum Auffüllen. Also ich glaube, wir werden weder Junior C noch Fischer ziehen. Also da haben wir eine Kaufoption. Die dürften wir aber gar nicht ziehen, der hat nur 13 Spiele gemacht. Da müssen wir uns anderweitig verstärken. Auch von der Qualität her. Ich glaube, hat Buchmann. Perfekt, haben wir geliehen. Kein einziges Spiel gemacht. Jo, nice. Ja. Da werden wir nächste Saison uns auf jeden Fall verbessern. Turnierpreisgeld. Geil. Lol, Frankfurt hat ein Leihangebot von VfL Bochum für John Matteo Bahoya erhalten. Lol. Die leihen sich den einfach für die zweite Liga aus. Das ist krass. Das ist ein Brett. Also so einen Kollegen für die zweite Liga leihen ist heftig. Levin Hermann 91, Konate 87, Brian Gruder 86, Santos, Jonathan Tarp, das könnten wir vielleicht nächste Saison machen, müssen wir mal schauen, aber eigentlich vom Alter her brauchen wir jetzt nicht noch so einen alten Spieler. Frank Simmen, wir könnten uns nächste Saison mal bei Paul Wanner umschauen, Chat. Das wäre mal eine Idee, der mit Leipzig die Champions League verpasst. Paul Wanner ist auf jeden Fall eine Idee, die ich im Kopf habe für die nächste Saison, für die linke Seite. Javi Sanz von Union. Ist halt so ein schneller Tempostürmer. Heung-Min mit 74er Rating macht der Karriereende. Boah, Maxi Bayer wäre auch geil. Für den Sturm. Wir müssen auf jeden Fall im Sturm upgraden. Also für die nächste Saison, ganz klar, sag ich, also das ist ja aktuell unsere Stammelf. Linke Seite müssen wir was Neues machen. Und im Sturm. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir im Zentrum auf den Abgang reagieren müssen. Hab gehört, du warst auf den Melkmeier-Event. Melk meine Eier-Event, oder was? Du Satt. Dem Melkmeier-Event. Komm. Die kenne ich doch alle. Ja, und Innenverteidigung vielleicht noch einholen, ne? Wenn Bela Kotschap halt wirklich wieder gehen möchte, dann müssen wir da vielleicht was machen. Wie haben denn die anderen Ligen? Wie sind die denn ausgegangen? Zweite Bundesliga. Hertha und Heidenheim gehen hoch. Schalke auf Platz 4, ganz knapp den Aufstieg verpasst. Oder zumindest die Relegation. Der ist auch krank, ne? Sechste Saison, Schalke nicht einmal hochgegangen. Dritte Liga, Ingolstadt und Duisburg steigen auf. Wer steigt aus der zweiten ab? Münster führt. Die Premier League gewinnt City vor Chelsea, Arsenal und West Ham. United nur auf der 8. Digga, ich hole Arda Güler, kenne ich gar nichts. Everton steigt ab. PSG, aber diesmal knapp. Serie A, AC Mailand vor Juve. Aber eine sehr entspannte Saison für Barcelona. 21 Punkte vor Real Madrid, aber die haben eigentlich noch ein ganz gutes Comeback gemacht. Die waren zwischenzeitlich richtig scheiße. Aber wild, wie Barca die Saison dominiert hat. Kranke Scheiße. 94 Punkte. Super League? Beşiktaş. Selke mit Gala nur Zweiter geworden. Okay, wir gehen jetzt mal ein paar Tage nach vorne, weil ich noch ganz gerne wissen wollen würde, wer die Europa League, wer die Champions League und wer die Relegationen gewonnen hat. Mit Curveshot Trade. Rolex Verdiger. Krass. Boah, Digga, wir haben halt nächste Saison 2 so kranke Talente in der Pipeline. Eine Woche hat der 71. Wir haben 2 so geile Talente für nächste Saison in der Pipeline. Spieler der Saison Award maybe für Glatzel. Champions League... What the fuck? Eindhoven haben Turin geklatscht.
und Monaco. Und Steaua Bukarest, die in der Gruppenphase alles wegrasiert haben. Real ist gegen Neapel geflogen. Bayern gegen die Spurs. Inter gegen City im Elfmeterschießen. Weitergekommen. Digga, ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir haben ja einen in der Pipeline. Chat. Radko Jovanovic, 79er Rating, 20 Jahre jung. Der Mann spielt mit Eindhoven Champions League Finale. What the fuck? PSG gewinnt die Champions League. Lol. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie Xavi Simmons zurückgeholt haben. Seit wann ist denn der da wieder? Oh, gut, der ist nicht schlecht, ne? Schau mal Champions League Statistik. Das wäre ja geil, wenn er in der Champions League geballt hätte. Hat 13 Champions League Spiele gemacht, 4 Scorer. Ah, der hat schon gezockt, ne? Der hat da schon gezockt. Krass, krass, krass. Radko Jovanovic. Da müssen wir uns mal ganz genau angucken in der nächsten Saison. Kann natürlich sein, dass jetzt auch noch größere Vereine auf den aufmerksam geworden sind. Das schauen wir uns mal an. Ich gehe noch einen Tacken weiter, dass ich auch noch die Relegation mir vollends anschauen kann. St. Pauli verliert 2-0 gegen Freiburg. Ich glaube, damit ist das Ding auch durch. Oh, durch Auswärtstorregel. Oh mein Gott. St. Pauli steigt in die Bundesliga auf. Freiburg geht wieder runter. Wir haben nächstes Jahr wieder ein Stadtderby. Meine Freunde. Europa League gewinnt Liverpool gegen Bilbao. Wann ist denn dann Barca geflogen? Ah, gegen Liverpool in der nächsten Runde im Elfmeterschießen. Die Hearts einfach weitergekommen als wir. Ja gut, war ja nicht in der Zwischenrunde. Das war halt so bitter, ne? In der Zwischenrunde Barca gekriegt haben. Was macht Conference League? Celta Vigo gegen Marseille. Digga, LASK und Sturm Graz im Halbfinale. Wild. RB Leipzig gegen Sturm Graz im Elferschießen verloren. Da habe ich aber Sympathien für. Bayern gegen Stuttgart. Bayern holt das Double. Das heißt, Dortmund spielt auch in der Europa League. Und dadurch Hoffenheim in der Conference League. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war mal wieder ein sehr schöner Stream. Eine sehr schöne Karrierefolge. Wir sehen uns nächste Mal im Stream am Sonntag mit dem HSV in der Champions League. Ich freue mich sehr darauf. Schaltet ein, lasst hier auf YouTube wie immer ein Like da. Ich würde mich sehr freuen. Danke für den ganzen Support. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, haut da rein. Und ciao, ciao.